Also die Idee von so einer Nur-Fleisch-Diät ist, dass man quasi erstmal alles weglässt, was irgendwie problematisch sein könnte, dann sich nur auf so ein paar Basic-Lebensmittel beschränkt und dann später immer mehr dazu nimmt. Warum? Weil zum Beispiel so Sachen wie Nachtschattengewächse total ungesund sein sollen, darf man ja nicht roh essen. Dann gibt es einige Pflanzen, die produzieren Lektine, quasi um sich selbst zu schützen. Das soll ungesund sein. Zwar hat unser Körper gelernt, das zu verarbeiten, das heißt aber ja nicht unbedingt, dass es gesund ist. Du kannst ja auch eine gewisse Menge Alkohol trinken, aber irgendwann macht der Körper dann auch Schluss. Ne? Und ich fand es einfach mal spannend, das zu testen, mal gucken, wie es mir damit geht, ob es dann vielleicht nochmal noch besser wird mit dem Asthma. Würde mich interessieren und deswegen mache ich das. Jetzt mag der ein oder andere fragen, ist das nicht mega ungesund, nur Fleisch, Fisch und tierische Produkte zu essen, also Käse zum Beispiel. Die Frage ist immer, was ist die Alternative? Bei mir zum Beispiel war es immer so, dass ich echt gesundheitliche Probleme auch hatte, bevor ich angefangen habe, diese Steinzeiternährung zu machen. Und die Alternative wäre für mich gewesen, dass ich jeden Tag Medikamente nehme, damit ich meinen Asthma in den Griff kriege. Und bin eigentlich schon fast wieder an dem Punkt, wo ich sage, ey, ich müsste jetzt eigentlich jeden Tag was nehmen, damit ich es in den Griff kriege und damit es wieder gut läuft, weil ich auch ein bisschen abgedriftet bin vom ursprünglichen dieser Steinzeitdiät. Aber letztendlich muss man sich immer persönlich fragen, will ich die gesundheitlichen Benefits mitnehmen und schränke mich halt ernährungsmäßig ein? Ist das okay für mich? Oder möchte ich halt die Medikamente nehmen und auf nichts verzichten? Ne? Und ich zum Beispiel, ich esse seit, keine Ahnung, 5 bis 6 Jahren, esse ich kein Brot mehr, kein Weizen, kein Dinkel, nichts dergleichen. Ja? Dass er da erstmal von loszukommen. Mittlerweile bin ich froh, dass ich das gemacht habe, weil es ist auch meiner Meinung nach einfach nicht gesund, das zu essen. Und wenn ich dann freiwillig darauf verzichten kann mittlerweile, ohne dass ich so Cravings habe und danach suchte sozusagen, ist eine super Geschichte. Man muss immer fragen, was ist die Alternative zu dem, was ich sonst machen würde. Und das wäre dann halt irgendwie ständig zum Arzt rennen, einmal im Jahr im Krankenhaus landen und so weiter. Wenn man so eine Nur-Fleisch-Diät macht, was können denn dann die Vorteile davon sein? Also grundsätzlich ist das ja meiner Meinung nach erstmal keine Sache, die man vielleicht sein Leben lang macht. Das ist vielleicht eine Sache, die man eine gewisse Zeit ausprobiert. Und was ich spannend daran finde, ist, dass man erstmal alles Mögliche weglässt, was problematisch sein könnte, und dann sich mehrere Wochen lang konzentriert auf bestimmte Nahrungsmittel und dann später dann immer wieder neue Sachen hinzunimmt. Ich habe immer noch ein bisschen Probleme mit Asthma und Luft und so weiter. Das möchte ich gerne wegkriegen. Dann habe ich das Problem, dass ich immer so habe so Downs am Tag, gerade nach der Mittagszeit und so. Es ist einfach so ein Tief, das kommt. Man ist nicht mehr so fokussiert, kriegt seine Gedanken nicht mehr so gut gefasst und ich habe gern einen scharfen Verstand und will sag ich mal, on point auch denken können. Und das würde ich gerne verbessern. Und da würde ich gerne mal rausfinden, welche Lebensmittel esse ich denn jetzt eigentlich noch, die mir vielleicht nicht so gut tun. Und das ist, glaube ich, eine gute Art und Weise, das herauszufinden. So, nach der Mörder-Fahrradtour heute bereite ich jetzt noch für nächste Woche Knochenbrühe vor. Ich mache das eigentlich öfter, weil ich esse ja schon seit ein paar Jahren schon so eine bisschen modifizierte Paleo-Diät. Der Unterschied ist heute, das ist halt nur Knochen und Fleisch und Essig. Ist kein Lauch, keine Zwiebeln und so weiter. Das rösten wir jetzt richtig schön an und dann kommt später noch Salz dazu. Das Salz kommt erst später dazu, damit das Wasser quasi die ganzen Nährstoffe von den Knochen und so weiter aufnehmen kann. Und dann habe ich eine schöne Brühe, die ich die ganze Woche über trinken kann. Zum Beispiel zum Frühstück oder zwischendurch oder was auch immer. Man braucht einen großen Pott, den auf höchste Stufe stellen. Hilfreich ist auch so eine Schaumkelle, nennt sich das. Damit kann man das gleich gut umrühren alles. So, dann können wir die Sachen reinlegen. Ich habe so Rindermarkknochen, Suppenfleischstücke. Da ist auch noch mal so ein bisschen Knochenmark drin. Ist auch noch ein bisschen Fleisch dran. Ihr braucht auch kein Öl oder so. Die Knochen sind schon fertig genug. Das kommt dann raus, wenn es richtig heiß wird. Ich filter hier in so einem Brita-Filter immer das Wasser, was ich zum Trinken und Kochen benutze. Ich mache jetzt 4 Liter Wasser rein und pro Liter Wasser mache ich einen halben Teelöffel von diesem Apfelessig rein. So, die 4 Liter sind drin. Jetzt bringen wir das zum Kochen und dann die nächsten 6 bis 12 Stunden oder sogar länger, wenn ihr wollt, könnt ihr das dann leicht köcheln lassen. So, das köchelt jetzt schon eine ganze Weile vor sich hin. Ich packe jetzt noch ein bisschen Salz noch dazu. So, ich habe jetzt hier ein paar Gläser eingekocht. Das lasse ich jetzt so abkühlen, dann ist das ein paar Tage länger haltbar.
Das werde ich jetzt hier dann nächste Woche essen, trinken. Und diese Stücke, die werde ich mir, denke ich mal, morgen anbraten und dann abknabbern. Ja, das ist natürlich eine super Basis jetzt auch für Soßen oder halt auch eine Rindfleischsuppe oder was auch immer. Man kann natürlich jetzt auch Gemüse dazu tun und Soba-Nudeln und so weiter und so fort. Aber für nächste Woche mal so basic Fleisch, Knochen, Salz und Wasser. So, das ist dann die Brühe. Die ist jetzt auch soweit fertig hier. Wenn der Deckel sich so nach innen wölbt, dann hat es geklappt. Das hört man auch eigentlich nach einer Zeit. Und die sehen alle gut aus. Die sind gut verschlossen. So, erstes Frühstück der Woche. Brühe, die ich gestern gemacht habe. Dann Fleisch, was noch übrig geblieben ist. Und ich hatte noch Süßkartoffeln. Die will ich nicht wegschmeißen, deswegen esse ich die heute auch noch. So wirklich starten tue ich dann eigentlich erst morgen. Aber jetzt schon dann mal so anfangen. Erstes Frühstück. Also so eine fettige Brühe macht so satt. Das ist richtig krass, ey. So, wir packen das jetzt hier aus. Das ist ein Jerky, also so Trockenfleisch. Hintergrund ist der, dass ich ja nächste Woche mal diese Carnivore Diet ausprobieren wollte. Quasi eine Fleischfresser-Diät. Und da braucht man natürlich zwischendurch was zum Snacken. Und das hier waren die einzigen Jerky, die ich gefunden habe, die ohne Zucker waren, ohne Sojasauce, also so natürlich wie möglich. Ich glaube, noch besser kriegt man es nur, wenn man es selber macht. Hier zum Beispiel ist drin Salz, Apfelessig, Gewürze, Hanfsamen, Buchenholzrauch, mehr nicht. Ja. Dann, ich habe jetzt einfach mal dieses Probierpaket bestellt. Da sind vier verschiedene bei. Hier ist zum Beispiel auch. Ja, das ist eigentlich, also noch einfacher geht es nur, wenn du es selber machst. Ja, und dann habe ich hier noch grasgefüttertes Weiderind, 100% natürlich, so eine Art, Fleischriegel. Das klingt total bescheuert, aber ich wollte das mal ausprobieren. So, damit ich nächste Woche nicht zwischendurch verhungere, weil ich keine Kohlenhydrate esse, dann kann ich mir sowas reinziehen. Gucken wir mal, ob das gut schmeckt. Bist du gespannt? Absolut. Ich wünsche dir viel Erfolg. So, wir testen jetzt mal das Beef Jerky von Craftsman. Ich habe diese bestellt, weil das waren die einzigen, die ich gefunden habe, die ohne Zucker waren und so weiter. Also viele, die haben dann noch Sojasauce drin und so. Und wenn man so eine, ich sag mal, nur Fleischdiät macht, ich meine, hier ist jetzt sogar noch Hanfsamen drin, ist eigentlich auch nicht okay, aber ich hatte jetzt auch keinen Bock, alles selber zu machen. So, Anna, die will es auch probieren. Ja. Boah, das riecht wie Gulasch, ey. Ja. Ich nehme mir mal so ein Mini-Stück. Ja, für die, die nicht wissen, was das ist quasi einfach getrocknetes Rindfleisch und ursprünglich zum Beispiel in Amerika nennt sich das Biltong oder Pemmican ist auch so ein Ding. Einfach Trockenfleisch, was die Leute benutzt haben auf Reisen oder einfach um Sachen haltbarer zu machen. Ja. Ich finde, es schmeckt echt gut. Trocken, aber gut. Das schmeckt voll 1:1 wie Gulasch, finde ich. Eigentlich mag ich kein kaltes Fleisch, aber fühlt sich nicht kalt an, weil das so trocken ist. Weil das Wasser macht das kalt sonst normalerweise. So, hier ist jetzt drin 300 Gramm Rindfleisch für 100 Gramm Beef Jerky. Und wir haben Salz, Apfelessig, Paprikagewürz, Hanfsamen und Buchenholzrauch. Das war's. Mehr ist hier nicht drin. Also ich finde das sehr lecker. Mhm. So, wir haben jetzt gleich 4:30. Ich habe hier ein Stück Roast Beef. Das ist, gute Frage, kann man mal eben wiegen. 477 Gramm. Ich habe gelesen, dass man so ungefähr 800 bis 900 Gramm am Tag essen soll. Ein bisschen was hatte ich ja heute Morgen schon. Also sollte das ungefähr passen. Weil heute Morgen waren echt nur Knochen. Das ist Roastbeef. Das heißt, wir braten das jetzt scharf an und hauen das in den Ofen. Und dann sollte das eigentlich irgendwie medium rauskommen. Ich denke, das wird ganz gut. Dazu mache ich ein bisschen, ich habe hier so ein Steinsalz. Das geht ganz gut. That's it. Mehr gibt's nicht. Ich koche hier draußen mit Gas. So. Hier ist noch ein bisschen Entenfett. Das wird jetzt einmal scharf angebraten und dann hau ich das so in den Ofen.
Also ich finde halt, Fleisch kann man am besten in so einer schmiedeeisernen Pfanne machen. Wir haben die von Debuya oder so. Zwei Stück habe ich davon. Eine habe ich schon richtig lange, die ist auch gut eingebrannt. Da brennt fast nichts an und die ist relativ neu. So, jetzt noch ein paar Minuten im Backofen und dann... So, ich habe jetzt entschieden, ich mache hier noch vielleicht ein bisschen Käse drauf. Das ist einfach ein Weichkäse hier. But I have my coffee anyways with butter, with collagen. These are all things that are good on this diet because it came from an animal. Which means I can't have any nuts, any grains, no leafy greens. Falls jemand von euch das mal machen sollte, so ein Steinsalz ist wirklich sehr gut dafür, finde ich. Ich habe mich immer gefragt, was ist die beste Ernährung? Also es muss ja irgendwie eine Art von Ernährung geben, die für den Menschen am besten ist. Und das Logische ist natürlich, dass man dann in die Vergangenheit guckt und guckt, was haben die Leute früher gegessen. Aber wenn man dann sich damit beschäftigt, dann kommt auch immer die Frage, woher kommt eigentlich der Mensch? Und darüber gibt es dann auch schon wieder so viele verschiedene Meinungen, dass man nicht so wirklich zu einem Punkt kommt. Ich habe mir dann immer gedacht, irgendwie die natürlichste Ernährung muss die gesündeste sein. Oh, aber was genau die natürlichste Ernährung ist, das weiß ich nicht. Das gilt es noch herauszufinden. Aber ich bin der Meinung, dass zum Beispiel so Sachen wie Fertiggerichte nicht dazu gehören. Ja? Also das lasse ich dann schon mal komplett weg. Gehört Fleisch dazu? Möglicherweise. Gehört Obst dazu? Möglicherweise. Oder Gemüse? Vielleicht. Welche Gemüsesorten? Nachtschattengewächse? Ja, nein. Das muss man alles rausfinden. Das sind Dinge, die wir mit der Zeit verloren haben, weil wir auch nicht wirklich wissen, woher wir kommen. Leute, die an Gott glauben, sagen, Gott hat uns erschaffen. Andere Leute sagen, ich glaube an die Evolutionstheorie. Wieder andere sagen, Aliens haben den Menschen gemacht. Da gibt es tausend verschiedene Meinungen. Und jede Meinung ist natürlich dann auch wieder eine andere Ernährungsweise. Weil wenn ich nach dem Glauben gehe, gucke ich, was in der Bibel oder in einem anderen Buch steht. Wenn ich nach der Evolution gehe, gucke ich, wie haben die Menschen sich weiterentwickelt und was haben die damals gegessen? Stammen wir vielleicht vom Affen ab und sollten eine Ernährung nehmen, die da in die Richtung geht? So, das habe ich alles schon die letzten 10 Jahre hoch und runter gedacht, sage ich mal. Und letztendlich komme ich immer nur zu dem Punkt, die natürlichste Ernährung ist die gesündeste. Aber was die natürlichste Ernährung ist, keine Ahnung. Jetzt mag der eine oder andere sagen, ja, ist das nicht mega schlecht für die Umwelt, wenn man nur tierische Produkte isst? Möglicherweise ja, aber ich vertrete auch so die Meinung, da muss man wieder gucken, was ist die Alternative? Wenn ich jetzt, sag ich mal, also wenn die normale Ernährung, was man so täglich isst, Brot, Nudeln, Pizza, viele Kohlenhydrate und so, wenn das das Gesündeste wäre, dann würde ich halt einfach das essen und fertig und nie wieder drüber nachdenken. Aber da ich, sag ich mal, so gesundheitliche Probleme habe oder hatte, noch stärker hatte, habe ich mich angefangen damit zu beschäftigen. Dann musst du wirklich überlegen, willst du jeden Tag Medikamente nehmen, damit du irgendwie funktionieren kannst? Oder schraubst du lieber an deiner Ernährung und kannst dann teilweise oder ganz auf Dinge verzichten, die du sonst hättest vorher machen müssen, nehmen müssen und so weiter. Das ist für mich ein Punkt, wo ich sage, okay, also bevor ich irgendwie meine Gesundheit einschränke, schränke ich lieber an meine Ernährung ein oder erweitere sie in bestimmte Richtungen. Und ob dann damit die Umwelt, ob es dann damit der Umwelt gut oder schlecht geht, ist mir in erster Linie egal, weil letztendlich ist jeder Mensch ja für eine gewisse Umweltverschmutzung verantwortlich. Und wenn ich die Umweltverschmutzung komplett vermeiden will oder reduzieren will, dann kann ich mich einfach selbst von der Erde hier entfernen. Und das wäre wahrscheinlich das Beste, was man machen könnte für die Umwelt. Weil letztendlich wäre es verantwortlich für die meisten Umweltschäden hier auf der Welt. Das sind natürlich wir Menschen. Eine andere Lebensweise könnte das vielleicht etwas verringern. Aber am Ende des Tages machen die Leute ja sowieso doch nur dann das, was sie für richtig halten und denken nur an sich selber und denen ist die Umwelt scheißegal. Eine weitere Sache zum Thema Umwelt ist natürlich auch, ich höre mal dieses Argument, dass der Fleischkonsum für den größten Teil der Treibhausgase verantwortlich ist. Okay, mag vielleicht sein, das weiß ich nicht genau, aber auf der anderen Seite gibt es vielleicht auch Leute, die täglich irgendwelche Medikamente nehmen und die in den Wasserkreislauf bringen. Und wenn sie, sag ich mal, eine Steinzeiternährung machen würden, dann müssen sie vielleicht die Medikamente nicht nehmen. Also es ist immer so eine Waagschale. Und ich finde, solange wir nicht rausgefunden haben, was denn wirklich das Gesündeste ist, kann man eigentlich nicht wirklich darüber großartig diskutieren. Denn am Ende des Tages
würden wir ja auch zum Beispiel Gold essen, wenn es das gesündeste wäre, wenn man davon 200 Jahre alt wird, auch wenn es den Planeten komplett zerstören würde. Aber wenn wir wissen, Gold wäre das gesündeste zum Essen, dann würden wir vielleicht eine Möglichkeit finden, das Gold irgendwie umweltfreundlicher zu gewinnen oder chemisch herzustellen oder was auch immer. Ja? Also am Ende des Tages muss man mal gucken, geht es mir damit gut? Und dann im zweiten Schritt, geht es der Umwelt damit gut? Das ist natürlich auch ein Ding, wo ich drauf achte und was mir wichtig ist. Wir haben in der Vergangenheit zum Beispiel schon mal selber 2 Schweine hochgezogen. Ich wollte mal wissen, wie ist das, wenn man selber Tiere hat und die füttert. Da haben wir die gefüttert mit Dingen, die wir vom Supermarkt quasi gerettet haben. Ich habe einen guten Kontakt zur Tafel. Da haben wir auch schon mehrmals ausgeholfen, Dinge getan, Videos gedreht, solche Sachen. Also das sind alles Themen, die sind mir bewusst und klar. Dann haben wir versucht, einen eigenen Garten aufzuziehen, viel Gemüse selber zu produzieren. Und grundsätzlich gucke ich schon immer, wo kann ich Dinge einsparen, wo kann ich meinen ökologischen Fußabdruck verringern. Aber an meiner Gesundheit würde ich da, glaube ich, erstmal gar nichts dran schrauben. Wenn ich nämlich was finde, womit es mir wirklich sehr, sehr gut geht, dann würde ich damit erstmal fahren, bevor ich da irgendwelche anderen Dinge dran drehe, nur damit ich vielleicht der Umwelt etwas besser tue. Das weiß ich nicht genau. Da muss man vielleicht länger drüber nachdenken. So, Carnivore-Ernährung Tag 2. Heute gibt's bei mir zum Frühstück eine Tasse Knochenbrühe, Rührei mit Parmesan und dann habe ich noch Halloumi-Käse. Ich habe auch richtig Hunger. Also ich habe zwar keinen Hunger, aber jetzt am zweiten Tag habe ich so ein bisschen doch so ein Tief. Jetzt ist es 14 Uhr, bisschen Kopfschmerzen, müde auch, kann ich so klar denken. Mal gucken, wie das ist heute noch im Laufe des Tages. Ja, warum braucht man denn bei so einer Carnivore-Diät so viel Fett? Ist das nicht ungesund? Es gibt so einen Effekt, den nennt man Kaninchenhunger oder auf Englisch auch Rabbit Starvation. 1881 hat der Herr Stevenson bei der Greely Arctic Expedition auch darüber geschrieben. Die waren quasi gezwungen, halt nur Kaninchen zu essen. Und die sind halt total fettarm und sind quasi verhungert, weil nur Proteine haben halt nicht gereicht, um letztendlich dem Körper genug Energie zu geben. Deswegen ist es wichtig, dass man bei dieser Carnivore-Diät, weil man ja umsteigt quasi von Kohlenhydrate auf Fettmetabolismus, dass man dann entsprechend auch viel Fett zu sich nimmt. Und ich muss ehrlich sagen, man hat auch echt Hunger drauf. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, Fett, ne, man freut sich eher, dass es fertige Sachen sind und dass man auch dann entsprechend daraus die Energie ziehen kann. Das ist echt wohl so. Also ich habe echt Kopfschmerzen und ich habe auch nicht wirklich Hunger, komischerweise. Aber das war für heute geplant, Lammspieße. Und das mache ich jetzt auch. Und wenn ich das nicht alles auffesse, esse ich das einfach morgen zum Frühstück. Weil bei dieser Ernährung isst man halt einfach nur Fleisch. Ich hätte aber auch nichts gegen Brokkoli. Wobei, ne, am schlimmsten fehlt mir eigentlich so ein Apfel oder so. Krass, ne? Krass, ne? Obwohl ich normalerweise, weißt du, ein paar Tage habe ich immer jeden Tag einen Apfel gegessen. Ja. Und dann kam so die Zeit, wo ich irgendwie gar keinen Bock mehr auf Obst hatte. Und jetzt esse ich das gar nicht mehr und esse nur Fleisch. Und nach 1,5 Tagen habe ich sofort Bock auf Obst. Das Spannende finde ich auch, wenn man sich mit Ernährung beschäftigt, dass man vielleicht mal ganz neue Sachen kennenlernt. Und das mag ich eigentlich am liebsten. Ich reise ja auch sehr gern, war ja lange auf Weltreise auch mit Anna. Da dann gerne mal neue Sachen ausprobieren, das ist cool. Also so fängt man zum Beispiel an, gerade wenn man glutenfrei ist, lernst du ganz andere Mehle kennen, andere Pflanzen kennen. Süßkartoffeln sind zum Beispiel Sachen, die ich auf einmal gerne esse, das hätte ich vorher wahrscheinlich nie gemacht. Wie kann man glutenfrei bestimmte Dinge zubereiten? Einfach natürlicher kochen, ohne industriell verarbeitete Lebensmittel. Dann hast du auf einmal Lust, eigene Kräuter zu ziehen und machst da hinten im Garten halt ein paar Sachen und dann deine eigenen Kräuter. Du musst keine mehr aus dem Supermarkt kaufen. Das Thema Wildpflanzen kam bei mir auch erst durch die Ernährung. Bin rausgegangen in die Natur. Was kann man für Pflanzen sammeln, essen? Was kann man damit machen? Tee kochen, als Heilpflanze benutzen und, und. Und das war eine riesige neue Welt, die sich geöffnet hat für mich. Ursprünglich hatte ich mal den Gedanken, was machst du eigentlich, wenn der Supermarkt morgen zu hat und du bekommst nichts mehr zu essen? Was ist denn dann? Und dann habe ich mich damit beschäftigt. Was kann man eigentlich aus der Natur sammeln? Bin sogar ins Altenheim gegangen, habe da mit alten Leuten gesprochen, was die so früher gegessen haben im Krieg, als es quasi auch nichts gab. Was haben die gesammelt? Wie sind die an ihre Lebensmittel gekommen? Und da gab es schon spannende Geschichten und man konnte lernen, wie haben die Leute die Sachen so benutzt. Ne?
Und mittlerweile ist das dann einfach ganz natürlich, dass wir, wenn wir campen gehen, dann sammelt man halt ein paar Spitzwegerichblätter, schmeißt die in den Kessel und macht sich damit einen Tee. Es ist einfach cool, diese Sachen zu lernen und diese, ich sag mal, Welten zu erforschen. Denn irgendwie ist ja das Wissen über Essen halt auch total wichtig. Und wer sich nicht damit beschäftigt, der, sag ich mal, misst diese ganze Welt, die sich vor einem versteckt. Und natürlich geht das Wissen über diese Wildpflanzen total verloren, was ja auch schade wäre. Was würde ich jemandem empfehlen, wenn er sich mal mit Ernährung beschäftigen will? Also, wenn du dich mit Ernährung beschäftigen willst, musst du dich erstmal fragen, warum willst du das machen? Bei mir ging es darum, dass ich schlechter Gesundheit war. Ich habe starkes Asthma gehabt, verschiedene andere Sachen gehabt, zum Beispiel, was ich Gelenkschmerzen oder einfach jeden Tag müde und nicht so viel Energie gehabt und so. Und das war der Grund, warum ich mich mit Ernährung beschäftigt habe, weil ich dachte, okay, wenn ich anders esse, man sagt ja immer, du bist, was du isst, dann werde ich mich auch irgendwie verändern und mein Leben wird sich ändern. Wenn das deine Beweggründe sind, dann kann ich dir empfehlen, dass du dir einfach mal anschaust, was gibt es denn alles? Weil jeder Mensch ist anders. Jeder mag andere Sachen, jeder verträgt andere Sachen. Ich sage jetzt nicht, dass alle so essen müssen wie ich oder alle müssen vegan essen oder Rohkost essen oder so. Das bleibt völlig dir überlassen. Und wenn du der Meinung bist, du musst jeden Tag zu McDonald's gehen und Burger essen, dann ist das halt deine Entscheidung. Dann kannst du das machen. Das ist mir eigentlich egal. Ich fände es nur gut, wenn jeder bewusst sich darüber Gedanken macht, was will er essen und wie will er essen. Und ich finde es schön, dass zum Beispiel im Moment der Trend so dahin geht, dass die Leute immer mehr so regional kaufen und so, wie zum Beispiel ich habe hier letztens mal so eine Tour gemacht mit Anna, so Bauernautomaten, da kann man einfach vorbeifahren, da kann man Eier kaufen, da kriegt man frische Milch und so. Finde ich schon cool, direkt vom Erzeuger. Wir gehen auch gerne hier zum Hofladen hier, den gibt's hier in der Nähe. Der hat regionale Produkte, halt zum Beispiel Marmelade aus Früchten hier aus dem Emsland, dann Apfelsaft, kann man da seine Äpfel hinbringen, die machen Apfelsaft für einen, kaufen auch Apfelsaft, wenn du jetzt keine eigenen Äpfel hast, hier aus der Region. Das finde ich schon eine coole Sache, dass sich das so entwickelt. Ich finde es auch gut, dass Leute vegan essen zum Beispiel und sagen, ey, mir ist das total wichtig, wie Tiere gehalten werden und wie die Bedingungen sind. Das ist mir auch wichtig, aber ich habe es bisher noch nicht hinbekommen, da eine Balance zu finden zwischen Aufwand, den ich betreiben muss, um die Lebensmittel zu organisieren, die ich gerne essen möchte, plus die Arbeit, die ich normalerweise so mache in meiner, sag mal, Social-Media-Agentur und Fotografie und dann noch das Thema Kochen und Essen und gesund leben. Also das ist echt super schwierig, das alles unter einen Hut zu bekommen. Wir haben draußen im Garten eigenes Gemüse, so ein bisschen, aber das ist lange nicht so viel, dass man sich davon ernähren könnte. Den Garten, den wir mal betrieben haben, wen das interessiert, findet ihr auf YouTube. Bei mir auf dem Kanal, da haben wir auch Vlogs zugemacht, was wir so angepflanzt haben, wie wir unsere Schweine gehalten haben und so weiter. Da waren wir auch, wie oft waren wir da? 2-3 Mal die Woche, ne? Und dann auch immer den ganzen Nachmittag. Haben dann da gemacht und getan. Und das war auch echt Arbeit. Aber ist natürlich eine ganz andere Qualität, muss man auch dazu sagen. Also ich bin gespannt. Ich möchte, glaube ich, mal die nächsten Wochen mich noch mal mehr damit befassen. Ein paar Höfe vielleicht besuchen, mir mal angucken, wie so Sachen entstehen. Vielleicht kann man ein paar Kontakte knüpfen und einfach mal noch mal tiefer einsteigen in das Thema Ernährung. Weil ich finde es irgendwie halt mega wichtig, was man isst, wie man isst, mit welchem Bewusstsein man da rangeht. Ich habe es halt viel lieber zum Beispiel, wenn ich vom Jäger halt ein Wild kaufe. Ich habe auch schon welche gekauft und die dann selber aus der Schale geschlagen, so nennt man das, also gehäutet und so Sachen. Oder die Schweine, die wir halt selber gehalten haben, das war einfach viel cooler, die selber zu halten und zu füttern, zu schlachten, das alles zu verarbeiten. Und dann dachte ich, ja, ich bin gespannt, was da so noch sich passiert und wie sich das entwickelt. Also auf meiner Reise durch diese ganzen verschiedenen Ernährungsformen, ich wollte ja alles möglich mal ausprobieren, habe ich zum Beispiel eine vegane Rohkost gemacht. Das fand ich sehr spannend. Da habe ich diesen YouTube-Kanal von Dan McDonald verfolgt. Der nennt sich Life Regenerator, war damals so mein Held. Und ich habe dann auch wirklich das durchgezogen, diese vegane Rohkost. Dann kam ich dazu, dass ich auch rausgegangen bin, habe essbare Wildpflanzen gesucht und gesammelt, daraus Smoothies gemacht. Wir haben sogar hier in Lingen mit Anna zusammen jeden Sonntag ein Wildkräuterfrühstück veranstaltet. Das heißt, wir haben quasi Leute kostenlos eingeladen, mit uns so eine Wildkräutertour zu machen. Dann haben wir Sachen gesammelt und dann auch ein Rohkostfrühstück vorbereitet. Dann sind wir teilweise auf Festivals auch gewesen, haben dann mit dem Entsafter halt so Leuten Sachen gezeigt, was kann man sammeln, was kann man draus machen. Haben halt Säfte gemacht, frisch aus der Natur und sowas. Das war schon eine ziemlich coole Geschichte und das hat mich so gesundheitlich auch echt krass weitergebracht, muss ich sagen, weil man einfach viel sauberer isst. Der größte Part ist meiner Meinung nach, wenn man dieses ganze Junkfood-Zeug weglässt, dann hat man schon mal, ich sag mal, 70% geschafft. Also Brot, Zucker, Chips, wisst ihr selber, was der ganze Scheiß ist. Alles, was irgendwie eingepackt und voll mit Zucker ist, weiß man ja selber, dass es nicht gesund ist, aber man isst es halt trotzdem, weil es halt einfach irgendwie lecker schmeckt oder wenn man süchtig nach ist, das weiß ich nicht genau. Aber wenn man das weglässt, das
Hilft schon eine ganze Menge. Ja, und dann ging es weiter. Dann haben wir uns beschäftigt mit Steinzeiternährung. Und das fand ich eigentlich so das Plausibelste. Also da geht die Idee halt hin, sagt, okay, was könnte das Natürlichste sein, was die Menschen essen? Und das könnte eigentlich nur das sein, was aus der Natur kommt. Weil alles andere ist irgendwie so von Menschenhand gemacht und dann wahrscheinlich nicht unbedingt natürlich. Also nochmal zum Grundsatz, die natürlichste Ernährung ist die gesündeste. Ja, und dann ging es weiter mit der Steinzeiternährung. Bei der veganen Rohkost hatte ich immer das Problem, dass ich immer Hunger hatte. Egal wie viel Karotten und Salate ich gegessen habe, ich hatte einfach immer Hunger. Und ich habe auch richtig abgenommen. Ich war zu der Zeit richtig, richtig dünn, bin aber auch viel gelaufen, habe viel Sport gemacht. Man hat auch so einen Bewegungsdrang dann. Und dann habe ich mich weiter beschäftigt und bin irgendwann bei dieser Steinzeiternährung gelandet. Ich habe parallel dazu auch ein Buch gelesen. Der Typ heißt, glaube ich, Adamo und hat das Buch geschrieben, The Genotype Diet, also die Genotyp-Diät, Blutgruppendiät auch vielleicht auf Deutsch genannt. Und das Spannende ist daran, er geht davon aus, dass die verschiedenen Blutgruppen der Menschen, also 0, A, A, B, B und so weiter, verschiedenen Zeitepochen in der Menschheitsgeschichte zugeschrieben werden können. Ich habe zum Beispiel Blutgruppe 0 und das passte total mit der Paleo-Ernährung, weil er sagte, Blutgruppe 0 ist einer der ältesten Blutgruppen und sollte sich daher ernähren, wie zum Beispiel die Jäger und Sammler vor 10, 20, 30.000 Jahren das gemacht haben. Und das fand ich super spannend und parallel, wie gesagt, mit Steinzeiternährung beschäftigt und dann wirklich mal gewechselt und versucht nur Fleisch, Fisch, Obst und Gemüse zu essen. Teilweise halt noch einige Getreidesachen dazu, so wie Reis oder manchmal auch Kartoffeln, Süßkartoffeln und solche Dinge. Und dann Stück für Stück das immer weiter weggelassen. Und das hat auch gut geholfen. Das war fast ähnlich wie Rohkost, nur ich hatte nicht immer so viel Hunger. Aber das natürlich im Alltag durchzuziehen, wenn du soziale Kontakte hast, mit Leuten essen gehst und so weiter, ist natürlich super schwierig. Und deswegen habe ich die letzten, ich sag mal so 5, 6, 7 Jahre so eine nicht ganz Steinzeit-Diät durchgezogen, schon mit auch glutenfreien Produkten und so, aber hauptsächlich glutenfrei, viel Gemüse, aber auch viel Fleisch. Ich esse auch gerne Fleisch, das ist eines der Sachen, die ich am liebsten mag. Ich koche auch sehr gerne, aber das war so der größte Sprint, sag ich mal, den ich hatte im Thema Gesundheit und Ernährung. Was hat sich da getan? Das war einmal die vegane Rohkost und dann der Wechsel dann zu Steinzeiternährung. Das war schon ein Riesensprung für mich. Ja, so vor ein paar Jahren hatten wir mal zwei Schweine selber hochgezogen. Die haben wir quasi als Ferkel bekommen von einem Schweinebauern und bis dahin hatten die eigentlich nicht wirklich Tageslicht gesehen, erst als sie bei uns waren. Wir haben denen dann eine Hütte zusammengezimmert, einen Stall gebaut, so ein Gehege gemacht, dass die genug Platz haben. Ein Loch gebuddelt, wo wir mal Wasser reingepackt haben und so. Und das fing im Sommer an, das war recht witzig. Sobald du die in das Gehege gelassen hast, sind die rumgelaufen und haben sich gesuhlt da und sich in die Sonne gelegt. Nach ein paar Tagen hatten die auch schon Sonnenbrand, weil sie es wahrscheinlich gar nicht kannten. Zu futtern haben die bekommen quasi ja, alles, was so übrig blieb. Dann haben wir von Supermarkt Sachen abgeholt, die quasi da weggeworfen wurden. Ihr wisst ja wahrscheinlich, Lebensmittelverschwendung in Deutschland ist riesengroß. Wenn irgendwo eine schlechte Erdbeere drin ist, dann wird gleich die ganze Packung weggeschmissen. Und da konnten wir sehr viel holen und das verfüttern. Teilweise auch halt einen Tag abgelaufene Kekse oder so, Milch, Saft, alles Mögliche. Die Schweine fressen ja wirklich jeden Blödsinn. Sachen aus dem Garten, Eicheln, Sachen, die auf dem Grundstück gewachsen sind und. Und wir hatten die, ich glaube, 9 Monate. Dann waren die schon echt fett geworden. Und dann war eigentlich auch mal Zeit, dass man sagt, okay, jetzt müsste man sie schlachten. Das läuft dann so, da musst du in Deutschland erstmal die Schweine überhaupt anmelden. Deswegen haben wir auch keine mehr, weil es echt bürokratisch ein mega Aufwand war. Ein bestimmtes Gehege brauchen die. Da mussten wir teilweise dokumentieren, wie oft die sich ins Ohr oder in den Schwanz beißen und solche Dinge. Man muss sagen, wir hatten 2 Schweine und nicht 200. Dann kommt ein Typ, der dazu geeignet ist, ein Tier zu schlachten. Das kann zum Beispiel ein Jäger sein oder ein Tierarzt oder ein Metzger oder darauf spezialisierter Mensch. Dann muss ein Stück vom Fleisch mitgenommen werden und das muss untersucht werden, ob das nicht irgendwie Krankheiten enthält. Und dann kannst du dein Schwein quasi auseinanderschneiden und dir deine Schnitzel machen, deine Koteletts machen und was auch immer. Das haben wir dann auch so gemacht. Wir haben dann davon ungefähr 1,5 Jahre gegessen. Also wir hatten so viel Fleisch davon, das kann man sich nicht vorstellen. Ich glaube, pro Tier hatten wir ungefähr 70 oder 80 Kilo. Und das war schon nicht schlecht. Da haben wir richtig lange von gegessen und das war von der Qualität her auch ganz anders als wie im Supermarkt. Ich war froh, dass wir das mal ausprobiert haben. Ich wünschte, es wäre ein bisschen einfacher in Deutschland, das zu machen. Dann würde ich es auch weitermachen, wenn ich den Platz dazu hätte. Aber den könnte man sich ja organisieren. Die Bürokratie kann ich leider nicht ändern. Aber wenn du den Platz hast und Bock hast, dich damit zu beschäftigen, würde ich sagen, es lohnt sich richtig. Also warum macht man denn überhaupt jetzt so eine Carnivore Diet oder halt Fleischdiät? Was ist das für ein verrücktes Zeug, für eine verrückte Idee? Ich würde das niemandem empfehlen, weil das natürlich eine total extreme Geschichte ist.
Aber ich habe in der Vergangenheit schon viel an meiner Ernährung rumgeschraubt und habe damit dann gewisse Sachen in den Griff bekommen. Ich hatte zum Beispiel, habe mein Leben lang eigentlich Asthma und musste früher tausende Medikamente dafür nehmen. Jeden Tag Cortison dreimal und solche Geschichten, damit ich überhaupt klarkomme. Ich konnte früher nicht mal eine Treppe hochlaufen, ohne eine Pause zu machen. Und nachdem ich dann beim Doc war und alle Möglichkeiten ausgeschöpft habe, da war ich so, ich glaube, 15, 16 Jahre alt, und er mir sagte, ja, Sie müssen einfach das Medikament nehmen und dann, das war's, mehr kann ich für Sie nicht tun, habe ich gesagt, nee, das will ich so nicht. Das muss auch irgendwie anders, besser gehen. Es kann nicht sein, dass der natürliche Zustand, den ich habe, krank ist. Und da habe ich ein bisschen rumprobiert mit Ernährung. Ich habe schon viel versucht. Ich habe mich vegan ernährt, ich habe vegetarisch gegessen, ich habe vegane Rohkost gemacht und auch nicht nur eine Woche lang oder so, auch schon mal länger, ein Jahr oder ein halbes Jahr Sachen ausprobiert. Letztendlich bin ich aber bei einer Steinzeiternährung hängen geblieben. Aber ich muss dazu sagen, den größten Push habe ich bekommen, als ich angefangen habe, glutenfrei zu essen. Als ich diesen ganzen Brotkram und so weggelassen habe, ging es mir wirklich von einem auf den anderen Tag, ging es mir wirklich, boah, ich würde sagen, 80% besser. Ich konnte sofort auch verschiedene Sachen weglassen, die ich sonst jeden Tag nehmen musste. Und vom Atmen her und so wird das richtig, richtig gut. Dann bin ich viel gelaufen, bin sehr viel Sport gemacht und habe angefangen, barfuß zu laufen und solche Dinge. Und das hat mir auch echt viel weitergeholfen. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie rumprobiere in diesem Bereich, dann entdecke ich was Neues und übernehme da Sachen in meinen Alltag. Das heißt jetzt nicht, dass ich für immer so esse. Ich will es einfach mal testen und gucken, was kann ich davon für Benefits mitnehmen. Wieso beschäftigt man sich überhaupt mit Ernährung? Man kann doch einfach das essen, was alle essen, oder nicht? Naja, also nachdem ich alle Möglichkeiten ausgeschöpft hatte, die mein Arzt mir genannt hatte, um meinen Asthma in den Griff zu bekommen, was damals so schlimm war, dass ich nicht mal beim Sportunterricht mitmachen konnte. Ich konnte keine Treppe hochlaufen, ohne eine Pause zu machen. Ich musste einmal im Jahr ins Krankenhaus, weil ich einen Asthmaanfall hatte. Da gab es dann Adrenalinspritze und Sauerstoff 100%. Solche Dinge, also es ist echt kein Spaß gewesen. Es war auch kein tolles Leben. Man wacht ständig nachts um 3 Uhr auf, weil man keine Luft mehr bekommt. Sobald einer an einem vorbeiläuft mit ein bisschen Parfüm, kriege ich sofort keine Luft mehr. Zigarettenrauch, all diese Dinge haben immer dazu geführt, dass ich sofort für den Tag ausgenockt war. Und der Arzt sagte, ja, nehmen Sie das Medikament und dann mehr kann ich für Sie nicht tun. Dann habe ich mir überlegt, ey, das kann's doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt gezwungen bin dazu, quasi diese Sache so hinzunehmen. Und dann habe ich mich beschäftigt. Was passiert, wenn ich bestimmte Dinge nicht esse oder bestimmte Dinge esse? Was passiert, wenn ich diesen Sport mache oder das so angehe und? Wenn ein Arzt dir nicht mehr weiterhelfen kann, dann versuchst du dir selber zu helfen. Und das habe ich dann gemacht und habe dann gute Ergebnisse erzielt. Und dann habe ich das einfach weitergemacht. Und mittlerweile beschäftige ich mich jetzt schon, seit ich 16 bin, ich bin jetzt 29, also schon über 10 Jahre lang mit den Themen, was kann man wie essen. Das ging dann weiter, habe ich mich beschäftigt mit essbaren Wildpflanzen und solche Dinge. Meine Ma hat auch viel sich mit Ernährung beschäftigt, hat auch Ernährungsberaterkurse belegt und. Also wir waren da in unserer Family immer sehr, sehr interessiert dran, sag ich mal. Ja, und das hat dann dazu geführt, dass ich da auch immer tiefer, sag ich mal, in den Kaninchenbau eingestiegen bin. Ist auch ein super interessantes Thema, sehr persönliches Thema. Jeder ist ja anders und jeder hat einen anderen Geschmack. Aber ich finde es nach wie vor super spannend. Guten Morgen, heute ist der dritte Tag meines Ernährungsexperiments, diese Carnivore-Diät. Und ich muss sagen, ich fühle mich richtig gut heute Morgen. Habe noch nichts gegessen, nichts gefrühstückt, aber also ich habe gestern ja diese Lammspieße gehabt. Und dann war ich, das war gut, das reichte. Mehr brauchte man nicht. Heute Morgen, mal gucken, was wir gleich essen. Erstmal mal ein bisschen was machen. Ich faste eigentlich immer so bis so 12, 13 Uhr. Was mache ich schon seit Jahren. Und dann esse ich da und dann später nochmal so um 18 Uhr. Ja, und dann bleibt das eigentlich so, außer ich hatte früher mal Bock auf Chips oder so. Oder wir haben halt viel aufs Fasten geachtet. Aber das habe ich eigentlich schon so automatisch drin. Seitdem ich diese Paleo-Geschichte mache oder glutenfreie Geschichte mache, esse ich eigentlich oder frühstücke ich eigentlich mega selten. Und wenn, dann halt erst richtig spät. So, zum Frühstück heute 2 Eier, bisschen Lamm von gestern und ich mache noch ein bisschen Käse auf die Eier. Rührei mit Lamm. Okay. Scheiße, hier ist ja Kartoffelstärke drin. Oh. In geriebenen Käse. So, heute ist der dritte Tag dieses Experiments und ich hätte nicht gedacht, dass ich mich so gut fühle, aber eigentlich geht es mir besser als gedacht.
Gestern habe ich noch mal eine Stunde hingelegt, weil ich echt Kopfschmerzen hatte. Aber heute ist viel besser. Ich glaube, es hängt auch damit zusammen, was man so isst. Dass man auch dann wirklich nicht Hunger hat die ganze Zeit. Das ist auch, glaube ich, auch wichtig. Aber ich hätte wirklich gedacht, dass ich mehr Hunger habe. Ich esse auch weniger als sonst irgendwie. So, jetzt noch mal hier Lamm von gestern. Bisschen Käse, Rührei, ein Glas Wasser und mein Steinsalz. So, nach einer kleinen Fahrradtour und einem Bad in der Wassertonne brauche ich jetzt einen Snack. Das ist jetzt Ribeye Steak. Das soll ein bisschen besser sein, weil das nicht so, weil das ein bisschen fettiger ist. Dann ist das nicht so mager. Und dann hat man da ein bisschen mehr von. Ich schneide mir da jetzt was für jetzt und die Tage. Das hier ist komplett fett. So, dritter Tag Abendessen. Ich mache mir eine Rolle Ziegenkäse und noch ein Steak. Und das war's dann eigentlich für heute. Also ich muss schon sagen, dass an so einem Ribeye so viel Fett ist, tut schon gut, weil wenn man nur mageres Fleisch essen würde, dann wird man, glaube ich, echt verhungern. So Leute, heute ist Donnerstag, der vierte Tag, an dem ich nur Fleisch esse. Heute gibt es zwei Steaks zum Frühstück und eine Knochenbrühe. Naja, Frühstück esse ich jetzt 2:30. Ich war auch schon unterwegs, bisschen arbeiten und so. Habe auch jetzt echt Hunger, habe eigentlich den Morgen ganz gut durchgehalten. Aber es ist wahrscheinlich auch so, weil ich daran schon gewöhnt bin, das so zu machen. Das mache ich schon länger, dass ich irgendwie jetzt erst 11 oder 12 Uhr frühstücke. Ja, also ich freue mich schon auf Steak. Ich finde das eigentlich irgendwie eine coole Geschichte. Und so, Tag 4 von Dennis seinem ich esse nur Fleisch Gedöns. Wie fühlst du dich? Müde. Heute Morgen hast du dich ganz gut gefühlt. Heute Morgen war richtig gut. Und dann kam ich wieder um 14 Uhr ungefähr, hatte so einen Hunger. Aber ja, ich habe auch nichts gegessen den ganzen Tag. Aber ist normal. Mache ich ja sowieso jeden Tag so. Ja, wir essen ja, wir frühstücken ja immer relativ spät. So, jetzt habe ich ein bisschen gegoogelt. Mein Kalorienbedarf ist ungefähr 3000 Kalorien am Tag. Und so wie ich jetzt ungefähr mal so ausgerechnet habe, esse ich 1000 zu wenig. Und einige Mal. Aber das ist ja auch nicht unbedingt, ist das unbedingt schlimm, wenn du ein Kaloriendefizit hast? Weil das, dann würdest du ja im Umkehrschluss ja auch abnehmen. Aber 1000 zu wenig ist schon sehr viel zu wenig. Ich kenne mich gar nicht aus damit. Also wenn du abnehmen willst, sollst du halt reduzieren, ist klar, aber wenn du halt anfängst, zum Beispiel, du brauchst 3000, aber isst auf einmal nur noch 500, ist klar, dass du ständig Hunger hast, ja, und klar, jede Eisdiele besuchst, die du gerne vorbeiläufst. Ja? Wenn du aber 3500 isst und aber Sachen isst, die dich nicht dick machen, dann hast du nicht Hunger und hast nicht Bock auf Gummibärchen oder so. Du, ich würde so gerne Apfel essen zum Beispiel. Ne? Oder diese geilen dragierten Erdnüsse, Alter. Geil, scheiße. Hähnchen und ich hatte noch 2 Tauben, die habe ich mal vom Jäger gekauft. Der hat mir mal, ich glaube, 30 Stück oder so vorbeigebracht. Die Kartoffeln esse ich nachher. Also. Die Kartoffeln sind für andere. Und das hier, also diese Hähnchendinger sind ungefähr 800 Kalorien. Und ich schätze mal, eine Taube hat auch nochmal so vielleicht 250. Die sind ja sehr mager. Ja? Mhm. Das ist, also ich muss viel mehr essen. Muss man sich erstmal dran gewöhnen. Gönn dir so einen Beef-Riegel, Beef-Bar, oder? Ja, können wir gleich testen. Also ich weiß nicht mal, ob hier an der Taube überhaupt irgendwas dran ist. Laut dem Jäger sind die aus dem Wald geschossen. Brüste habe ich doch schon mal gegessen, Taubenbrust. Ja, Taubenbrust. Die hast du da rausgeschnitten damals, ne? Da ist gar nichts drin. Und
Ist jetzt nicht mein Favorite-Vogel. Na, das hast du damals auch gesagt, glaube ich. Deswegen lagen die auch so lange in der Kultur. Mhm. Also ich habe nur die Hälfte von dem gegessen, was ich mir vorgenommen hatte. Sogar noch ein bisschen weniger. Ja, irgendwie war ich nach ein paar Stücken schon satt. Ist vielleicht einfach so. Den Rest ist dann Frühstück. So, für morgen lege ich mir raus Lammkeule, sogar Gras gefüttert. Das sind dann mit Knochen 2 Kilo. Ich schätze, ja, theoretisch müsste ich das ja ein Essen und ein Frühstück draus machen können. Ja. Das Stück ist einfach so groß wie mein Kopf. Carnivore Ernährung Tag 5. Heute Morgen ging es mir ganz gut. Ich bin frisch aufgewacht. Jetzt zum Frühstück gibt es die Hähnchen, die gestern noch übrig geblieben sind. Ein Rührei mit dem Versuch, diese Beef Bar irgendwie essbar zu machen. Dann habe ich hier noch ein bisschen Knochenbrühe, die ich gleich vorbereite. Und hier brutzelt noch ein Käse. Dazu natürlich wieder ein Glas Wasser, aber ja, ich bin guter Dinge. Gestern hatte ich irgendwie erst viel Hunger, habe dann aber nur ganz wenig gegessen irgendwie, ne? Gestern Abend? Ja. War nicht viel, ne? Und? Ja, gebraten geht's. Nach 5 Tagen das erste Mal wieder im Supermarkt und ganz ehrlich, so viele Gerüche, ist richtig krass, wie man sich an sein Essen gewöhnt. Richtige Reizüberflutung hier. So viele Sachen, die man essen kann, ey. Richtig krass. Wenn du die ganze Woche nur eintönig isst und dann hier kommst, voll abgefahren. So, kleiner Snack zum Wochenende, zum Vergleich meiner Hand. Da esse ich natürlich ein paar Tage von, aber das ist ein fettes Stück Lammkeule. Ja, gut. Außen schon. Bisschen schon so. Und innen isst du ja eh nicht. Das kann man so essen, oder nicht? Ja. Jeden Tag nur Fleisch essen, Tag 6. Heute zum Frühstück das Lamm von gestern und 2 Spiegeleier. Morgen ist der letzte Tag. Ich muss mal gucken, was ich mir noch rauslege, was ich dann morgen mache. Aber ich muss sagen, ich weiß auch noch nicht so richtig, wie ich danach weitermache. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich vielleicht mal wieder einen Apfel essen kann oder so. Weil das fehlt einem schon echt krass. Gestern waren wir im Supermarkt und da durch die ganzen Gerüche zu gehen und so, ist auch total verrückt. Man ist ja total reduziert, man isst nur noch ein paar Lebensmittel und dann kommt man auf einmal in den Supermarkt und sieht auf einmal alle möglichen Gerüche und Farben und Lebensmittel. Das ist schon abgefahren, wie man sich dann so sensibilisiert zu diesen Dingen. Aber ja, mal gucken, wie es. Ich mache dann natürlich morgen auch ein Fazit. Aber du hättest gestern auch gerne einen Toffifee gegessen. Boah, das gar nicht mal. Nein, eher Obst, ne? Mhm. Ja, Obst ist echt das, was fehlt. Ja, das glaube ich. Mir wird auch eher Obst fehlen als irgendwie Schokolade oder so. Und schmeckt immer noch oder kannst du kein Fleisch mehr essen? Es macht das Essen halt so unspektakulär, weißt du? Ja. Vorher hat man immer sich Gedanken gemacht und hat auch was Besonderes gekocht oder so. Ja, man isst ja auch irgendwo gerne, wenn es schmeckt so. Und jetzt? Weil es halt immer das Gleiche ist, schmeckt auch fast immer gleich, weil du ja keine Gewürze hast, nur Salz. Also ich bin jetzt nicht mehr so, boah, ja geil, erstmal Frühstück voll lecker, so. Gar nicht. Ja, das stimmt. Man isst nur noch so, ja, Hunger, okay, was essen, essen, fertig. So. Na, sag mal so. Also mein ganzes Leben würde ich das nicht machen wollen. Auch wenn das das Allergesündeste wäre, würde ich das nicht machen wollen, weil es einfach so viele abgefahrene Sachen gibt. Ich sag mal so, solange dieses... Dein Essen ist ja relativ eintönig im Moment, solange das nicht zu irgendeiner Essstörung wird, sodass du
nicht mehr essen, nicht mehr gerne isst, so, finde ich es okay. Aber wenn du irgendwie an den Punkt kommst, wo du sagst, ich will jetzt nicht mehr essen, weil es schmeckt sowieso gleich und so, dass du halt eine Essstörung entwickelst dadurch, das wäre nicht so cool. Mhm. Dein Essen ist ja relativ eintönig im Moment. Solange das nicht zu irgendeiner Essstörung wird, so dass du nicht mehr essen, nicht mehr gerne isst, so, finde ich es okay. Aber wenn du irgendwie an den Punkt kommst, wo du sagst, ich will jetzt nicht mehr essen, weil es schmeckt sowieso gleich und so, dass du halt eine Essstörung entwickelst dadurch, das wäre nicht so cool. Das hatte ich ehrlich gesagt sowieso schon, weil man ja immer seine 20 Gerichte kocht und die rotieren. Und dann denkst du irgendwann, ja, und jetzt, was soll ich jetzt noch anders machen, kochen? Ist halt immer nur die gleichen Gemüse, es gibt ja nie was Neues. Ja, das ist aber auch, Dennis, wir leben halt voll im Überfluss und sind voll verwöhnt, was das angeht, ne? Ja, aber okay. Lass dann einmal bloß es keine Schnitzel geben, dann rasten die Leute aus. Der Supermarkt ist voll mit Essen und die tun, als würden die verhungern. Hm. Was machst du jetzt? Snack Eggs. So sieht's aus. Dennis hat Hunger. Ich hab so ein richtiges Loch im Bauch. Ja. Aber wie gesagt, und überleg mal, den ersten Tag. Aber du hast das, also was ich jetzt beobachtet habe, die letzten Tage, die geht's jeden Tag, so nachmittags hast du so ein richtiges Tief, wo es dir nicht gut geht. Am ersten Tag gar nicht, jetzt richtig krass. Genau. Ja. Und jetzt hast du das immer nachmittags, dass du so voll müde bist, Kopfschmerzen hast, am liebsten dich hinlegst und eine Runde pennst. Ja, so. Manche sagen halt auch, wenn du halt jeden Tag Zucker isst, ist halt wie eine Droge. Ja, ja, klar. Hast du Kopfschmerzen, klar. Ist ja klar, oder? Deswegen, dein Körper macht ja jetzt erstmal voll den Entzug auch. Und ich habe nicht gecheatet, Alter. Ich wollte schon hier so ein Stück Apfel klauen, oder? Und ich war noch so richtig asozial und habe mir Brownies gemacht. Glutenfreie Brownies. Aber ich hatte so Bock drauf. Aber ich muss auch sagen, dass ich viel weniger Zucker esse und auch allgemein viel gesünder, seitdem du das machst. Einfach weil. Einflussvoll, ne? Das, ja, genau. Ich habe zum Beispiel seit vorgestern kein Brot mehr gegessen auch. Ja. Einfach weil Dennis auch kein Brot isst. Dann habe ich heute auch einfach Rührei gegessen, einen Apfel und ein bisschen Wassermelone. Zum Frühstück. Ja, ist doch auch mega. Ja. Bist schon Paleo unterwegs. Aber gucken. Das ist Paleo, Keto und dann kommt diese Geschichte, die wir jetzt machen. Das soll das Schwierigste sein. Ich hätte wahrscheinlich erstmal Keto machen sollen. Ich wollte gerade sagen, du hättest erstmal Keto versuchen sollen eine Woche. Mhm. But try. Also wirklich, Paleo habe ich auch nicht gemacht. Nö, hast du auch mehr, nicht. Mehr glutenfrei. Das war einfach glutenfrei. Paleo. Ja, also wir haben, also ich finde schon, dass wir anders essen. Grundsätzlich kann, essen wir schon gesünder und weniger aber wir essen auch schon viel Kohlenhydrate. Ja, ungesunden Kram auch. Zucker vor allem. Hey Dennis, wie geht's dir? Ja, ganz okay, aber kein Bock was zu essen. Hab heute auch nicht viel gegessen. Ja, du hast sehr wenig gegessen im Vergleich zu normalerweise. Ja. Willst du lieber das Leder futtern? Ist geschmacksvoller, oder? Boah. Was vermisst du am meisten? Obst. Und ich esse sonst, habe ich Phasen, wo ich überhaupt gar kein Obst esse. Ja, das stimmt. Dann habe ich Phasen, wo ich super viel Obst esse. Mhm. Und dann wieder richtig komisch, ey. Ich glaube, ich kriege auch nachher gar kein Fleisch mehr runter, ey. Du musst ja nicht Fleisch essen. Du kannst ja auch Eier essen. Auch nicht. Mhm. Käse? Nee. Du kannst dir Käsechips machen. Oh, nee, hör auf, ey. Hä, so knusprig? Nee, gar keinen Bock mehr auf so einen Scheiß. Echt. Scheiße. Ich versuche irgendwie geile Sachen noch. Ich krieg's kotzen, echt. Ich esse ja wohl gerne Fleisch, ne? Aber nur das die ganze Zeit ist halt super eintönig. So, ja. Hast du überhaupt gar keinen Bock mehr, irgendwas zu essen. Ich meine, wirklich. Freust du dich auf Montag? Ja, wirklich Hunger habe ich auch nicht, aber irgendwie eine komische. Aber gut fühlst du dich auch nicht? Nee, auch nicht. Ist ein Experiment? Was hat sich für dich, oder findest du, es hat sich schon irgendwas durch diese 6 Tage jetzt, diese Fleischernährung für dich irgendwie verändert, körperlich, vom Körpergefühl her? Und ja,
Vor- oder Nachteile? Ja, also ich hatte sonst oft auch Bauchschmerzen mal zwischendurch. Normalerweise? Und, ja, normalerweise, jetzt gar nicht. Ja, stimmt. Also, und sonst hätte ich wahrscheinlich mit meinen Füßen auch Strom produzieren können. Mittlerweile kann man das knicken. Also diesen Businessplan werfe ich über den Haufen. Weißt du, das ist auch nur so, wenn ich nichts gemacht habe. Also halt doof rumsitzen, doof rumliegen. Wenn ich irgendwas mache, dann gar nicht mal so damals. Aber jetzt die Woche, nichts. Es ist nicht so, dass ich unbedingt irgendwie jetzt Schokolade will oder Zucker will oder so. Es ist einfach so, Essen wird so, ja, Essen, fertig. So richtig unspektakulär. Es ist halt einfach eintönig. Ja, mega eintönig. Wenn ich jetzt nachher wieder nur das, glaube ich, lasse ich überspringen einmal. Trinke ich lieber nur Wasser ein. Freiwilliges Fasten. Ja, ich fühle mich auch die ganze Zeit so, als würde ich fasten irgendwie. Ja. Ich habe ja schon öfter auch Wasserfasten gemacht. Ja, du isst aber auch wenig im Vergleich zu sonst, ne? Einfach weil man, glaube ich, auch allgemein, egal welche Sache es ist, du kannst nicht so viel von einer Sache essen, weil irgendwann hast du da keinen Bock mehr drauf. Ja, aber man soll ja auch so ein bisschen fettiger essen. Dann habe ich diese Ribeye Steaks. Die sind ja fettig. Ja. Aber irgendwann habe ich so eine Fettsättigung. Ja. Kriegst du kein Fett mehr runter, dann denkst du, boah, ey. Ja, und dann überleg mal, dann Käse ist fettig. Ist alles fettig, was man isst. So, ja. Genau. Auf dieser Ernährung. Alles. Ey, vielleicht ist auch eine Woche viel zu kurz, um da irgendwie was großartig drüber zu sagen, aber ich meine, ich komme nochmal von einem anderen Standpunkt, ne? Die meisten Leute, die essen ja ganz anders nochmal, als wie ich normal esse. Ja. Und aber es geht ja auch um deine persönliche Erfahrung. Das kann man ja, sowas kann man ja sowieso nie vergleichen. Hätte ich das jetzt mit dir mitgemacht, dann hätte ich wahrscheinlich was ganz anderes gesagt als du. Möglicherweise. Ja. Aber fühlst du dich allgemein fitter oder eher müde? Müde, ja. Aber ich schätze mal auch, dass weil die Kohlenhydrate fehlen. Ne? Ja, wobei ich sagen muss, dass du morgens sehr schnell aufstehst im Vergleich zu sonst und relativ fit bist. Morgens geht richtig klar. Und dann nachmittags hast du immer so ein richtiges Tief. Aber die ersten zwei Tage nicht. Das habe ich jetzt. Nee, die ersten zwei Tage nicht. Aber jetzt. Ja. Die ersten zwei Tage war vom Fitsein die ganze Zeit alles gleich. Ja. Und jetzt könnte ich mich auch jetzt schon wieder hinlegen. Und jetzt ist es. Ich wollte gerade sagen, wie spät es ist. 4:30. Die Jäger- und Sammlerkulturen haben ja auch 8 Stunden am Tag gechillt. Ja. Die brauchten nur 3 Stunden, um ihr Food zu besorgen. Das ist natürlich auch nochmal so ein Punkt bei Thema Ernährung. Man sagt ja immer so Steinzeiternährung, fleischlastig, bla bla. Aber wie sah deren Alltag aus und wie sieht dein Alltag jetzt aus? Ja. Das kann man ja gar nicht mehr vergleichen. Was früher vielleicht gesund und super war für die, hat zu deren Lebensstil gepasst, aber zu dem heutigen. Heute kannst du gar nicht mehr so leben, wie die damals gelebt haben. Vielleicht bist du auch heutzutage viel aktiver als vorher. Ja, und vielleicht dann waren die nur 1 Stunde am Tag wirklich am Rennen und haben irgendwas gemacht, um ihr Viech zu oder haben Fallen gestellt und brauchten nicht mal irgendwas machen. Waren den ganzen Tag nur am Chillen. Ja. Möglicherweise. Dann braucht man auch nicht viele Kalorien, wenn man nur chillt. Ja, das stimmt. Und wenn ich den ganzen Tag. Das ist ein spannendes Thema. Wenn ich den ganzen Tag rumlaufe, Fotos mache, Sachen, dies, das und so. Ja, dann sind wir ja auch viel unterwegs und bewegen uns viel. Ich arbeite ja auch ganz normal bei dieser Woche jetzt. Also ich habe jetzt nicht Urlaub oder so. Ich mache das alles genauso wie sonst auch. Ja, aber will man grundsätzlich nur Fleisch und Milchprodukte essen? Nein, die Idee ist ja sowieso. Oder tierische Produkte? Also die Idee von der Diät ist ja dass du erstmal alles reduzierst. Und dann nach und nach Sachen dazu nimmst. Es gibt halt ein paar Verrückte, die haben gesagt, oh, bei mir klappt halt alles nicht, ich bleib einfach beim Fleisch und fertig. Aha, okay. So. Und dachte, so wurde das populär, dass einige sagten, ich esse nur Steak, jeden Tag nur Steak und Salz und Wasser. Es geht darum, alles zu eliminieren, was irgendwie problematisch sein könnte und dann nach und nach Sachen dazu zu. Oh, die sehen ja gut aus. So viele, dass die schon von alleine abfallen. Mal überlegen, wie lange das dauert, welche zu sammeln, dass du deinen Tagesbedarf mitdecken kannst. Da stehst du hier 3 Stunden. Ey. Ja, das kann wohl. Guck mal, die wächst richtig hoch, diese
Sollen wir nochmal da hinten lang laufen? Ja, lass uns nochmal um. Nach einer Woche dann die ersten, das erste Mal Obst. Wir dachten, jetzt direkt ein paar Brombeeren sammeln und nicht was aus dem Supermarkt kaufen. Voll geil, oder? Und Zuckerschock? Mehr. Der Eimer ist gleich wieder leer. Da fehlen dir die Worte. Der hängt am Bärenbusch fest. Der hat heute seit einer Woche das erste Mal wieder was anderes außer Fleisch und Käse gegessen. Und Butter und Salz. Ja. Und Eier. Nach einer Woche mal wieder Obst zu essen, ist das beste Feeling ever. Dann noch direkt aus der Natur, noch besser natürlich. Hier vorne sind noch Apfelbäume. Da holen wir uns jetzt auch noch was, weil ich dachte, ich packe jetzt dazu Apfel, Brombeeren und Honig. Ich steige auf in der Nahrungskette und werde jetzt auch zum Sammler. Das noch andere Äpfel da vorne, oder? Ja, hier sind so gelbere Äpfel. Erstes Frühstück nach der Carnivore-Diät. Ein Omelette mit Käse drin und dann Quark 40% mit gepflückten Brombeeren. Und oben ist noch so eine Art Soße aus Brombeeren und ein bisschen Waldhonig. Hier kommt noch Salz drüber. Also so ein bisschen Obst und Honig, auch wenn es jetzt nur so ein paar Beeren sind, macht so eine Low-Carb-Geschichte viel, viel erträglicher. Nur Fleisch war echt krass, aber so geht das richtig klar. Ich habe einige Leute gefragt, wo kaufst du denn so viel Fleisch? Wird das nicht mega teuer? Ja, teuer ist es natürlich schon, wenn man halt versucht, sich gesund zu ernähren, dann muss man, glaube ich, zwangsläufig auch ein bisschen mehr Geld dafür einplanen. Ich gucke, dass ich Fleisch irgendwo herbekomme, wo es vielleicht ein bisschen besser ist als im Supermarkt, aber dann von den Kosten her nicht so explodiert. Da ich selbstständig bin, kann ich im Metro einkaufen. Das heißt, man kann da im Großhandel ganz andere Sachen auch mal bekommen. Zum Beispiel so einen Riesenstrang Steak dann auch. Oder man kann bekommen Keule vom Lamm. Man kann bekommen Hummer. So Dinge gibt es teilweise natürlich auch im Supermarkt, aber in einem Großhandel ist das dann nochmal, habe ich das Gefühl, eine etwas andere Qualität und auch die Preise sind anders. Nicht immer billiger, aber bei vielen Sachen, gerade wenn man es zum Beispiel in größeren Mengen kauft, ich kaufe dann zum Beispiel gleich, wie viele Steaks sind das dann? 30 Steaks oder so, 30 Ribeye Steaks zum Beispiel, kauft man dann auch zu einem Kilopreis, der dann ein bisschen interessanter ist. Dazu kann man gucken, dass man halt Stücke kauft, die nicht so beliebt sind, gerade so Sachen wie falsches Filet oder Rinderzunge, also jetzt nicht die Zunge, sondern es ist, glaube ich, von hier hinten so ein Stück. Ist ein bisschen günstiger, hat aber auch eine gute Qualität. Und dann schaue ich auch noch, dass ich vielleicht den einen oder anderen Kontakt zu einem Jäger mal habe und hole mir da auch Wild. Ihr könnt ein bisschen Geld sparen, wenn ihr das Tier selber aus der Schale schlagt, also selber die Haut abzieht. Da haben die Jäger nämlich meistens nicht Bock drauf. Kleinen Bonus, dann habt ihr natürlich noch ein Fell, mit dem ihr auch noch was anfangen könnt, für die Leute, die damit was machen wollen. Ansonsten gibt es auch die Möglichkeit, dass man Kontakte knüpft zu Metzgern und Fleischern und zum Beispiel Annas Dad, der hat jetzt bestellt ein halbes Rind und das haben wir zusammen bestellt und teilen uns dann quasi die Sachen auf und dann hat jeder von irgendwas ein bisschen was. Ja, das wären so meine Tipps für ein bisschen die Kosten im Rahmen zu halten. Gerade in der Paleo- oder Carnivore-Szene ist ja auch beim Fleisch immer die Frage, grasgefüttert oder nicht. Soweit ich das ein bisschen recherchiert habe, habe ich von vielen Leuten gehört, dass der Unterschied jetzt von normalem Fleisch zu grasgefüttertem Fleisch nicht mehr so groß ist. Also du machst schon einen riesen Benefit, wenn du eben deine Ernährung umstellst und dir es dann besser geht. Das sind dann zum Beispiel 70% und wenn du dann noch in der Fleischqualität was verbesserst, kannst du dann die letzten 30 nochmal drauflegen und bist vielleicht 100% besser unterwegs. Ist das dann doppelt so viel Geld wert? Das weiß ich nicht.
Mir persönlich nicht so wirklich, ehrlich gesagt. Das liegt aber vielleicht auch an meinem Einkommen. Wenn ich Millionär wäre, dann würde ich mir wahrscheinlich das beste Fleisch kaufen, das ich mir leisten kann, jeden Tag. Und dann würde ich auch gar nicht aufs Geld gucken. Von daher bin ich der Meinung, sollte das jeder so machen, dass er ja das die beste Qualität bekommt für das, was er sich leisten kann, ohne dass er anfangen muss, sich zu verschulden oder so Dinge. Das finde ich ganz blöd. Was finde ich total wichtig ist bei dieser Carnivore-Diät, ist, dass man auch wirklich verschiedene Stücke vom Tier sich holt und die auch isst. Also ich habe jetzt zum Beispiel eine Leber gekauft, habe daraus Stücke geschnitten, dann hatten wir jetzt falsches Filet, wir haben ein Zungenstück, wir haben auch Steak, verschiedene Steak, Cuts, sage ich mal, Hackfleisch, wir haben Fett, wir haben natürlich auch dann Milchprodukte, wenn wir jetzt gerade über das Rind reden. Das macht das Ganze viel erträglicher und abwechslungsreicher, weil ja auch die verschiedenen Fleischstücke, die verschiedenen Cuts, auch andere Zubereitungsmethoden und Geschmäcker haben. Also für jeden, der da ein bisschen Variation reinbringen will, probiert gerne mal was Neues aus. Das wäre jetzt so, was ich zum Beispiel in Zukunft machen werde. Ich werde mal gucken, was gibt es eigentlich so Stücke vom Rind, die ich eigentlich vorher noch nie so wirklich probiert habe oder wenig damit gekocht habe. Weil im Supermarkt ist ja eh quasi immer das Gleiche zur Verfügung. Aber wenn man jetzt mal andere Quellen anspricht, wie zum Beispiel, wenn ich mal zum Fleischer gehe, sage, hey, hast du dieses besondere Stück? Sagt er, ja, vielleicht, oh, das schmeiße ich eigentlich immer weg oder ich schneide das Fett raus oder was auch immer. Dann kann ich ja persönlich sagen, hey, kannst du das für mich zur Seite legen? Und dann hole ich das ab und dann esse ich das auch. Das sind so Dinge, die sollte man unbedingt ausprobieren. Ich bin froh, dass wir viele neue Sachen auch ausprobiert haben diese Woche. Das war auch cool. Ich habe jetzt zum Beispiel auch angefangen, Rohmilch zu kaufen von Bauern und damit Sachen zu machen. Letztens mal selber Joghurt gemacht und so Dinge. Das sind schon spannende Sachen, wenn man da ein bisschen selber rumprobiert. Ja, man muss echt schauen bei dieser Carnivore-Diät, dass man sich genug Fett in die Ernährung holt. Ich hatte ja ein Video, wo ich dann, kennt ihr vielleicht diese Fettsättigung, so viel Fett schon gegessen, so viel Butter. Und wenn man anders isst, Öl, dann fettiges Fleisch und irgendwann kriegt man einfach kein Fett mehr runter. Man muss aber trotzdem gucken, dass man wirklich irgendwie die Sachen ein bisschen fettiger hält. Also kochen viel mit Butter, Butter vielleicht noch oben drauf machen. Dann Stücke vom Fleisch nehmen, die ein bisschen fettiger sind. Dann schauen, dass man zum Beispiel bei einer Knochenbrühe jetzt auch nicht das Fett abnimmt, sondern mit drin lässt und dann wieder aufkocht und das dann gleich als fettige Brühe mittrinkt. Ich finde, das hilft einem total dabei, dass man auch satt bleibt und dass man nicht dann anfängt zu cheaten, weil man irgendwie Heißhunger hat auf irgendwelche anderen Sachen. Ja, einer von euch hat das Thema Skorbut angesprochen. Das war natürlich auch ein Gedanke von mir. Ich muss sagen, nach einer Woche kann man natürlich jetzt nicht wirklich sagen, hat man damit großartig Probleme oder nicht. Aber ich esse allgemein wenig Obst, wo jetzt Vitamin C drin ist. Oder ich achte auch total überhaupt nicht darauf, dass irgendwie Vitamin C in meiner Ernährung ist. Ich esse schon seit Jahren jetzt ja diese Paleo-Diät / auch mit glutenfreien Produkten und hat ja schon mehrmals darüber gesprochen. Aber ich habe gelesen, ein bisschen recherchiert, dass auch in Rindfleisch geringe Mengen Vitamin C drin sind. So, jetzt hat der Dr. Saladino, ich habe mal das Buch von gelesen, der nennt sich, glaube ich, hier auf TikTok auch Carnivore MD. Der hat das so erklärt. Und zwar, wenn du bestimmte Lebensmittel isst, dann kann es sein, dass die Aufnahme von Nährstoffen blockieren. Das heißt, wenn du also zum Beispiel eine Orange isst, wo viel Vitamin C drin ist, sagen wir mal 10 Vitamin C ist da drin, ja, und dann isst du das und das noch dazu, dann kannst du aber davon nur 3 aufnehmen. Das ist halt blöd, weil du denkst, ich habe 10 gegessen, aber habe nur 3 aufgenommen. Passt ja nicht. Machst du jetzt aber so eine reduzierte Geschichte und hast zum Beispiel eine Carnivore-Diät, wo du halt dann wirklich nur bestimmte Lebensmittel isst, dann kannst du möglicherweise Nährstoffe besser aufnehmen und dann reichen auch diese geringen Mengen von Vitamin C aus, um eben ein Skorbut zu verhindern. So habe ich das jetzt erstmal für mich im Kopf abgespeichert. Ob das wirklich stimmt, keine Ahnung. Das wird sich mit der Zeit zeigen. Ja, Carnivore-Diät, nur Fleisch essen eine Woche lang. Was hat's gebracht? Also ich muss sagen, es war eine sehr wechselhafte Woche. Ich habe mich energiemäßig morgens sehr gut gefühlt. Nachmittags gab es dann ein kleines Tief. Haben mir einige von euch auch kommentiert, dass es wahrscheinlich an den Kohlenhydraten liegt. Denke ich auch. Deswegen habe ich auch am 8. Tag dann Obst dazu genommen in Form von Brombeeren und Äpfeln. Aber wir haben jetzt nicht gesagt, ey, wir kaufen den Kram im Supermarkt, sondern wir sind rausgefahren, haben das mit ein bisschen Sport verbunden auch, sind mit dem Fahrrad los, haben Äpfel gesammelt, Brombeeren gesammelt und eben was aus der Natur. Damit man auch, ich sag mal, eine entsprechende Qualität hat und es irgendwie
auch zur Saison passt. Ich denke, das ist auch ein großer Teil, dass man Dinge isst, die in der Saison sind, damit man die entsprechenden Nährstoffe zu der Zeit bekommt, wo sie eben verfügbar sind und wichtig sind. Ich muss sagen, diese Woche hat mir in dem Sinn geholfen, dass es für mich ein guter Reset war, was Ernährung angeht. Ich hatte es jetzt viel leichter, nochmal in andere Richtung zu gehen und mehr auf Dinge zu verzichten. Ich habe sonst täglich auch halt irgendeinen Scheiß gegessen, Chips und so. Das ist alles nicht cool. Also was das betrifft, hat es wirklich viel gebracht, dass man wirklich ein Reset bekommt und nochmal sich konzentrieren und fokussieren kann und dann weiter in eine richtigere Richtung geht. Dazu hat mir das auch was gebracht, in dem Sinne, dass ich auf einmal Bock hatte, in die Eistonne zu gehen. Ich habe mir im Sommer diesen Jahres so eine Eistonne geholt, eine Wassertonne einfach, und habe da Wasser reingefüllt, aber ich hatte irgendwie nie so den Drive, da auch reinzugehen, was zu machen. Das mache ich jetzt regelmäßig, fast jeden zweiten Tag. Ist echt eine coole Geschichte. Vorher hatte ich es dann immer nur nach der Sauna benutzt, aber jetzt morgens nach dem Aufstehen ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Ich habe jetzt die Möglichkeit, ein bisschen sensibler zu gucken, auf welche Lebensmittel reagiere ich wie. Ich habe jetzt die Tage mal Reis gegessen, das ging sofort nach hinten los. Da hatte ich echt Probleme nochmal, krass mit Asthma. Bin dann auch nachts aufgewacht 2-3 Mal. Das ging gar nicht klar. Habe dann auch 2 Tage gebraucht, bis das wieder normal war. Ja, das ist jetzt schön, dass man in die Richtung weiter gucken kann. Ich habe ein paar Lebensmittel dazugenommen, einfach um dem Ganzen ein bisschen mehr Varietät zu geben. Ist natürlich nicht mehr ganz Carnivore, ist mir klar. Es ist mehr so eine Paleo-Diät, aber viel restriktiver als sonst. Ich esse zum Beispiel auch gar keine Nüsse oder Samen. Ich esse eigentlich nur Fleisch und Obst im Moment. Und ich muss sagen, jeder, der irgendwie Probleme hat in seiner Gesundheit und sagt, ey, ich möchte irgendwie mal gucken, woran das liegt, könnte es vielleicht an der Ernährung liegen, dem würde ich auf jeden Fall raten, du, mach mal so eine Fastengeschichte oder mach mal eine reduzierte Ernährung, in welche Richtung auch immer, das musst du selber wissen. Ich würde das nicht empfehlen, das langfristig zu machen, da habe ich einfach zu wenig Erfahrung für, und ich glaube auch nicht unbedingt, dass das wirklich gesund ist, weil wenn ich dann schaue, wenn ich jetzt mir überlege, okay, ich bin irgendein Uhrzeitmensch und laufe durch die Gegend und finde da irgendwelche Nahrungsquellen, die auch gut schmecken, esse ich die natürlich. Ich denke mal, da waren die unsere Vorfahren genauso. Deswegen sammelt man ja auch Honig oder findet dann irgendwelche Beeren, und das funktioniert ja auch super und schmeckt gut mit Fleisch zusammen. Dass Fleisch eines der, also das Hauptnahrungsmittel war, davon bin ich überzeugt, und davon war ich aber auch vorher schon überzeugt. Aber ich denke, dass ich als Mensch, der in der westlichen Welt aufgewachsen ist und theoretisch ja alles gegessen, so wie normal auch, jahrelang, bis ich mich dann mal mit 16, 17 damit beschäftigt habe und dann Dinge geändert habe, ist es schon, finde ich, ein Riesenschritt, wenn man auf einmal jahrelang eine reduzierte Geschichte macht, dann zum Beispiel Paleo oder Carnivore oder was auch immer, und dann auch dabei bleibt. Also ich finde das eine gute Sache. Ich bin froh, dass ich jetzt Raum zum Experimentieren habe. Das war eigentlich auch mein Ziel damit. Wie schwer war das denn, eine Woche lang nur Fleisch zu essen? Also ich bin jemand, der gerne Fleisch isst. Ich esse am liebsten jeden Tag Fleisch, oder für mich eigentlich ist eine Mahlzeit immer irgendwie mit Eier, Fleisch oder Käse oder was auch immer. Das war schon eigentlich immer so, weil ich ja auch größtenteils schon lange keine Nudeln mehr esse und solche Dinge. Dann brauchst du auch die Menge an anderen Dingen, an anderen Lebensmitteln, damit du überhaupt satt wirst. Wie schwer ist das jetzt eine Woche lang? Ich denke, wenn du von so einer normalen Ernährung kommst, dann ist das sehr schwer. Dann hast du richtig Probleme, weil du allein versuchst mal eine Woche auf Brot zu verzichten. Also kein Getreide und so. Das ist Katastrophe. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich das damals gemacht habe. Dann gehst du an der Bäckerei vorbei und denkst, oh, ich brauche jetzt ein Stück Brot. Gib mir das sofort. Es sind Lebensmittel, die machen einen süchtig, oder es sind auch vielleicht Gewohnheiten, die man hat und die man so schwer los wird, weil man halt jahrelang das gemacht hat. Ich fand es für mich jetzt, ich sag mal, mittelschwer. Die ersten 3-4 Tage waren super, und dann wurde es schon ein bisschen komplizierter für mich. Ich habe aber auch ein bisschen Erfahrung. Ich habe schon auch mal Wasserfasten gemacht, 3 Tage lang. Ich habe schon andere Ernährungen ausprobiert. Dazu gehört immer eine Prise Willenskraft und der Wille, auch das auszuprobieren und zu erforschen, was könnte sich in meinem Körper oder in meiner Lebenssituation nächste Woche verändern, wenn ich jetzt noch dabei bleibe. Und das ist immer das, was mich dann dabei antreibt. Ja, also das ist, denke ich, immer individuell, wie schwer oder leicht das für jemanden ist. Ja, einige Leute haben gefragt, warum ich die Carnivore-Diät gemacht habe und nicht vorher die Keto-Ernährung. Keto ist mir bekannt. Ich habe damals, ich gebe mal einen kleinen Überblick,
angefangen, mich mit Ernährung zu beschäftigen, weil ich ganz starkes Asthma hatte. Ich hatte stark Übergewicht und ganz starkes Asthma. Ich konnte keinen Sport machen. In der Schule habe ich den Sportunterricht nicht mitmachen können. Ich konnte keine Treppe hochlaufen, ohne eine Pause zu machen. Ich musste dreimal täglich Medikamente nehmen, regelmäßig und zwischendurch auch nochmal so Notfallspray, auch mehrmals am Tag, weil es einfach, ja, selbst wenn jemand bei mir vorbeiging mit einem Parfüm, mit einer Zigarette, dann war es schon wieder vorbei, dann habe ich keine Luft mehr bekommen. Dann habe ich mich mit Ernährung beschäftigt. Dann habe ich jemanden gefunden und auf YouTube dachte, der sieht gesund aus, probier es mal, was der macht. Vegane Rohkost. Habe ich vegane Rohkost gemacht, halbes Jahr. Da habe ich gemerkt, ich nehme total ab, das geht nicht so weiter. Dann habe ich das ein bisschen verändert. Habe dann zum Beispiel gesagt, was ist denn mit dieser Steinzeiternährung? Oder eine Mischung aus veganer Rohkost mit Steinzeit. Also den Rohkostgedanken nehmen und eine Steinzeiternährung da drauf packen, also zum Beispiel Fleisch dazu tun. Das hat sehr gut funktioniert. Da habe ich gedacht, ich möchte aber auch nochmal irgendwie vegetarisch versuchen. Vielleicht ist ja was dran an dieser spirituellen Idee, dass das Essen von Tieren nicht gut ist für den Menschen und dass diese verrottenden Fleischstücke dann Probleme bringen. Dann habe ich vegetarisch gegessen, dann habe ich vegan gegessen und alles auch über längere Zeiträume. Als ich jung war, habe ich wenig gearbeitet, ich habe viel gemacht, ich bin viel um die Welt gereist, deswegen hatte ich auch Zeit, das zu machen. Ich habe mir auch 2 Jahre lang wirklich Zeit dafür genommen, das alles auszuprobieren. Ich finde, wenn man eine Ernährung umstellt und dann auch noch arbeiten muss, dann wird es schwierig. Letztendlich bin ich dann bei der Paleo-Ernährung hängen geblieben, weil ich das als sehr machbar für mich angesehen habe. Das deckte sich mit der Blutgruppendiät, die von dem Adamo empfohlen wird, woran ich dann da fallen würde. Das war quasi genau das gleiche wie Paleo. Und es ist auch gesellschaftlich recht gut zu verkraften. Wenn du im Restaurant sitzt, dann kannst du trotzdem noch was bestellen. Wenn du bei Freunden eingeladen bist, dann kannst du immer noch sagen, oder bei Familie, ich esse das und das nicht, aber das kann ich mitessen. Wenn du dann extremer wirst, dann wird das schon sehr schwierig. Dann kannst du eigentlich nicht mehr essen gehen, weil alle Leute braten dann in Sonnenblumenöl zum Beispiel oder was auch immer. So, warum habe ich jetzt nicht Keto vorher gemacht? Ja, weil ich jetzt schon die letzten 4-5 Jahre quasi auf einer echt reduzierten Ernährungsschiene unterwegs war. Ich habe gegessen Fleisch, Fisch, Obst, Gemüse, Samen, Nüsse und teilweise glutenfreie Produkte, Reis und Kartoffeln. Kein Brot, kein Nudeln, kein Getreide, wenig Junkfood. Ja, ich musste da immer aufpassen, was ich esse. Alles mit Weizen oder glutenhaltige Lebensmittel habe ich sofort Probleme bekommen mit Asthma, Verdauungsprobleme. Teilweise so schlimm, dass man ins Krankenhaus muss, weil man dann wieder Adrenalin braucht oder Sauerstoff. Es war eine schlimme Zeit und ich habe dann gemerkt, okay, ich lasse die Pizza mal weg und solche Dinge. Und dann ging es mir auch wirklich besser. Nur, ihr kennt das mit der Zeit, wenn man irgendwas hat, dann driftet man immer weiter davon ab. Und das ist die letzten Monate passiert. Und weil ich auch ultra viel gearbeitet habe und das möchte ich wieder ändern. Und deswegen bin ich dann von dem, was ich gemacht habe, sofort in so eine Carnivore-Geschichte gesprungen, was auch für mich dann ganz gut war, weil es echt weitergeholfen hat. Ja, Thema Frutaria, das habe ich auch mal ausprobiert. Ich habe vegane Rohkost gemacht und ich dachte, boah, also ich habe echt keinen Bock, ständig irgendwie so Grünzeug zu essen, weil das einfach viel zu bitter ist. Dann habe ich angefangen, Wildpflanzen zu sammeln, das zu mischen mit Obst und so und habe Säfte draus gemacht und sowas. Das war schon besser, aber ich konnte mich nie anfreunden mit Salat, Tomaten. Also ich esse zum Beispiel auch heute keine rohen Tomaten. Ich mag es einfach nicht. Oder es gibt ja Leute, die freuen sich über so einen dicken Salat. Das geht wirklich an mir vorbei. Gib mir das Steak und ich bin zufrieden. Also mehr brauche ich dann auch nicht. Dann habe ich wirklich mal, also in dieser Ausprobierphase habe ich auch mal Frutaria probiert. Aber man hangelt sich wirklich vom nächsten Apfel zum anderen. Und da gibt es dann so Leute wie hier so ein YouTube-Kanal, das ist glaube ich in Australia, 30 Bananas a Day, die ja auch Athleten sind und fahrradmäßig ganz gut unterwegs und dann auch wirklich irgendwie 20, 30 Bananen am Tag essen. Damals gab es auch diese Raw Bras und so, die haben dann sich Wassermelonen auf den Kopf gesetzt, weil das gut für die Haut ist und so weiter. Und da sind, denke ich, auch viele Dinge dran. Aber ich glaube nicht, dass wir Menschen genauso essen sollten wie zum Beispiel Schimpansen oder andere Tiere, die sich nur von Früchten ernähren. Ich glaube nicht. Also für mich hat es nicht funktioniert. Ich möchte es auf keinen Fall nochmal machen, weil das war ganz schlimm. Ja, es hat sich schon gezeigt, dass die Carnivore-Diät so ein bisschen mir geholfen hat. Ich habe die Tage ja mal Reis gegessen und da habe ich sofort eine Reaktion bemerkt. Vorher habe ich Reis ganz gut vertragen, aber ich sage ja immer, nur weil man was essen kann und nicht davon stirbt, heißt nicht, dass es gesund ist.
Der Saladino Carnivore MD empfiehlt ja ab und zu Reis zu essen oder sagt er, für die Leute, die es vertragen, ist es okay. Ich habe es gegessen und mir ging es 2-3 Tage wirklich nicht gut. Schlecht Luft bekommen, Verdauungsprobleme gehabt. Also habe ich den Reis wieder weggelassen. Von daher ist schon interessant, dass man da ein bisschen rumprobieren kann. Ich hätte jedenfalls nicht gedacht, dass die Reaktion auf den Reis so heftig ist. Ich habe das manchmal, ich sage so ein bisschen schlecht Luft kriege, aber diesmal war es wirklich, bumm, nachts aufgewacht, wusste alles klar, da ist was nicht richtig. Ich merke immer, mein Kinn juckt, dann heißt das, ist eine Allergie. Wenn ich eine Allergietablette nehme, wird das dann auch weniger. Ja, aber man muss sich schon sehr konzentrieren, damit man die Atmung beibehält und so weiter. Also ist schon komplizierte Sache. Ja, fand ich sehr spannend, dass die Reaktion auf einmal so war und nicht so wie vorher. Also ich weiß, da hat sich auf jeden Fall was verändert. Was wirklich weiterhilft bei so einer Carnivore-Diät ist wirklich, wenn man sich Mühe gibt, das Essen gut zuzubereiten. Daraus irgendwie auch ein Ritual macht. Also für mich ist Essen natürlich auch irgendwie eine Sache, worauf man sich freut. Ich freue mich aufs Essen, egal ob morgens, mittags, abends. Wenn es was Leckeres ist, dann freue ich mich, das zu kochen. Ich koche auch gerne, ich gehe gerne in die Natur, sammle da irgendwas. Oder esse auch mal besondere Sachen. Und wenn man dann so eintönig ist und teilweise sich einfach nur Fleisch in die Pfanne haut, Salz drauf, fertig essen. Manche können das, ich kann das nicht. Also ich finde, man muss irgendwie da ein bisschen rumprobieren. Jetzt habe ich mal zum Beispiel Eis, habe ich jetzt letztens gemacht, Eiscreme. Fängt man an, wenn man Honig dazu nimmt, dann kann man da wieder Sachen mitmachen. Sachen in Honig anrösten oder mit Honig bestreichen, gerade Geflügel und so, ist ja eine super Geschichte. Das macht das Ganze viel erträglicher und gibt dem ganzen Essen auch wieder diesen Gemeinschafts- und Event-Charakter. Wobei das vielleicht auch nicht so gut ist. Also es gibt ja das Stichwort Event-Gastronomie. Da wird aus dem Essen ein Riesen-Event gemacht und das ist das Tolle dabei. Aber vielleicht ist das ja auch in unserer menschlichen Natur, dass wir damals nach einem großen, nach einer großen Jagd uns am Lagerfeuer versammelt haben, Musik gemacht haben, gegessen haben, ja, richtig Sachen verschlungen haben, weil wir vielleicht 3 Tage vorher nicht so viel gegessen haben, weil wir einfach nichts hatten. Aber ich denke, man muss aufpassen, dass das Essen nicht zum Spiel wird, wie zum Beispiel beim Zocken. Esse ich dann einfach, ich hatte zum Beispiel, habe viel Apex Legends gespielt, Schokolade daneben. Ich gekillt, wenn wir verloren haben, 3-4 Stück Schokolade. Haben wir gewonnen, war mir egal. Dann habe ich die links liegen lassen. Aber das, da muss man aufpassen, dass man nicht das Essen mit so Gewohnheiten verbindet, nur damit man besser drauf ist oder so. Das funktioniert nicht, das ist nicht gut. Also mein Fazit zu einer Woche nur Fleisch essen kann man machen, um eine neue Ernährungsform einzuleiten. Als langfristige Geschichte finde ich das sehr restriktiv und ich glaube, dass ich langfristig damit nicht klarkommen würde und dann noch andere Probleme bekomme. Ich habe ein paar Leute gesehen, die machen das seit Jahren anscheinend ohne Probleme. Ich habe auch schon Leute gesehen, die haben nichts gegessen und sich von Licht ernährt, so wie sie sagen. Ob das alles so stimmt, keine Ahnung. Ich bin immer der Meinung, selber ausprobieren, dann kann man mitreden. Ich fand die Woche spannend, ich fand es interessant. Es hat dazu geführt, dass ich jetzt in eine ähnliche Richtung weitermache. Ja, was ich empfehlen kann, dass man reduziert, ist eine super Geschichte. Also wenn du nicht weißt, was abgeht bei dir in deiner Ernährung und so, nimm erstmal alles weg und dann fang wieder an, Sachen dazu zu nehmen. Man reduziert, ist eine super Geschichte. Also wenn du nicht weißt, was abgeht bei dir in deiner Ernährung und so, nimm erstmal alles weg und dann fang wieder an, Sachen dazu zu nehmen. Das muss ja nicht Fleisch sein. Du kannst auch sagen, okay, ich lass erstmal alles weg und esse dann 2 Tage lang nur Äpfel. Nächsten Tag nimmst du Kartoffeln dazu oder was auch immer. Ja, da musst du für dich selber schauen, was macht Probleme vielleicht und was nicht. Dann würde ich empfehlen, dass man sich mal das ein oder andere Buch durchliest zu dem Thema. Ich habe mir vom Saladino das Buch durchgelesen. Carnivore Code oder so heißt das, glaube ich. Und der hat schon sehr interessant erklärt, wieso manche Pflanzen giftig sind oder halt Reaktionen im Körper auslösen können aufgrund der ganzen Pflanzenstoffe, die da enthalten sind, die ja in geringen Mengen vielleicht sogar als Arznei total sinnvoll sind, was ich auch durch meine Wildpflanzenphase gelernt habe. Aber als langfristiges Lebensmittel können es halt zu Problemen führen. Und ich denke mir so, in unserer Gesellschaft muss jeder Geld verdienen. Also finde ich eine Möglichkeit, Löwenzahn irgendwie geil zu verpacken in einem Lebensmittel und daraus Geld zu machen, dann mache ich das. Solange die Leute nicht davon sterben, wird es dann wahrscheinlich auch als okay empfunden. Aber vielleicht hat das ja Langzeitfolgen. Weiß man nicht. Also man muss immer sehen, wer will da hinter einem irgendwie was verkaufen. Auch bei den Carnivore-Leuten in der Szene,
da sind auch Leute bei, die wollen natürlich ihre Supplements verkaufen und so weiter und so fort. Aber dafür ist ja das selber ausprobieren da. Und da muss man sich selber eine eigene Meinung bilden und auch sich mehrere Seiten angucken. Ich habe das Gefühl jetzt, dass ich mit dieser Carnivore-Geschichte wirklich diesen 360-Grad-Ernährungsblick mal abschließen konnte und habe wirklich fast alles ausprobiert, was es so gibt. Und ich denke, dass eine Steinzeiternährung oder eine tierische Produkte basierende Ernährung das Richtige für mich ist. Wie das für andere aussieht, keine Ahnung, da muss jeder natürlich seine eigenen Erfahrungen machen. Eine Woche nach Carnivore-Experiment sieht mein Frühstück heute so aus. Ein Camembert, ein paar Datteln, zwei Eier, zwei für Anna, Salz und eine Besonderheit habe ich noch, die zeige ich gleich. Und hier habe ich noch Eis, das ist gemacht aus Ananas, gefroren und Kefir. Und das einfach in den Mixer gehauen, kurz nochmal in die Kühltruhe. Ja, und dann hat das so eine Konsistenz hier. Bin gespannt. So, eine Woche nach Carnivore-Experiment Abendessen. Ich habe eine Rindfleischbrühe gemacht, beziehungsweise Knochenbrühe. Da habe ich drin Frühlingszwiebeln, Karotten, ein bisschen Blumenkohl und natürlich ein bisschen Rindfleisch. Also quasi Rindfleischsuppe ohne Kohlenhydrate oder mit ganz wenig Kohlenhydraten. Ich mache das immer so bei der Suppe, dass ich das Gemüse roh schneide. Dann kommt das hier in die Schale. So. Und dann mache ich einfach nur die heiße Brühe drüber. Das lasse ich jetzt noch kurz ziehen und dann kann man es essen. Weißt du, wo wir lang müssen? Ja, warum fährst du dann vor? So, wir haben hier noch so einen Apfelbaum gefunden. Der hat so schöne rote Äpfel. Oh. Ja, viel ist ja nicht mehr, aber auch nicht groß geworden dieses Jahr, ne? Ein paar kann man mitnehmen. Ich finde ja krass, der Baum ist nicht mal groß, ne? Aber trotzdem ist schon so viel dran. Die sehen doch mal gut aus, oder? Die sehen richtig lecker aus, ey. Mhm. Also, kleines Stück weiter. Hier in so einem Wohngebiet. Noch diese Schätzchen gefunden hier. Da nehmen wir auch mal ein, zwei von mit. Ja, das ist halt, schätze ich mal, wegen dem wenigen Wasser dieses Jahr, ne? Aber trotzdem sind die lecker bestimmt. Ja, soll ich dich hochheben? Ja, ich kann ein bisschen schütteln, wenn du willst. Dann kommen ein paar gute runter. Ganz oben sind halt die guten. Welcher? Ne? Ach, dieser? Nee. Nee, noch höher. Dieser? Viel höher noch. Aber Hauptstamm quasi, ja? Ja, der Hauptstamm ist der... Okay, ey, schüttel mal, du guckst, was kommt, ja? Ja. Das waren doch schon ein paar gute. Das waren die schlechten. Hä, dieser sieht doch super aus. Da sind zwei vergammelte runtergefallen. Oh. Ja, okay, warte. Ja, auch mit die Säume kaputt. Wir müssen ihn freilassen wieder. Ich schätze mal, beim Apfelpflücken ist der auf mir gelandet. So. Was muss das für ein Feeling sein, mit als Schnecke auf dem Fahrrad mitzufahren, ey? Die sehen ja abgefahren aus. Also. Hast du die noch nie gegessen? Ich habe die noch nie gegessen, ne. Aber ja, können wir mal probieren morgen. Mhm. Wenn er sich nicht entscheiden kann, was zu Obst und Gemüse sie will. Die Entscheidungen sind schon gefallen. Don't buy this. Trick. Nicht Trick. Tipp. Das ist die beste Keksmischungsbox, die es gibt, weil da sind nur leckere Kekse drin. Ja, aber wir brauchen die nicht. Du vielleicht. Also die alle haben wir auf unserer kleinen Tour gepflückt. Sehen alle fast gleich aus, aber es gab ein paar von diesen Baum, die waren richtig rot, ey. Bin gespannt, wie die schmecken. Knackig. So, heute gibt es ein bisschen Fisch. Den hat Annas Dad aus Norwegen mitgebracht, haben die gefangen. Ein paar Garnelen. Braten jetzt hier an in Butter. So, ich glaube, das ist Barsch. Wenn die angeln gehen, dann gehen die mal auf Barsch angeln. Dann filetiert. Richtig lecker. So, heute gibt es mal ein bisschen was anderes, weil wir haben natürlich auch noch jede Menge Zeug in der Kühltruhe und im Vorratsraum, den wir nicht wegschmeißen wollen. Ich hasse sowas wegzuschmeißen. Deswegen heute kleiner Cheat Day. Fisch.
Garnelen. Garnelen, genau. Dann haben wir hier eine Packung Buttergemüse noch gehabt und ein bisschen Reis, Zitrone und Kräutersalz. Ich glaube, das wird richtig geil. Okay, let's go. So, wir haben ein bisschen Nachschub gekauft. Ich habe zwar ein paar Sachen dazu genommen, aber ich möchte trotzdem versuchen, ein bisschen mehr noch was zu entdecken im Thema Fleisch. Falsches Filet ist ein recht günstiges Stück, findet man selten oder isst man selten, wir jedenfalls. 8 Euro Kilo. Leber. Endlich mal Leber, kostet 4 Euro Kilo. Dann ein Entrecote oder wie auch immer man das ausspricht, kostet glaube ich 17 Euro Kilo. Und dann haben wir noch ein Rinderzungenstück plus Hochrippe dreimal geteilt. Ist jetzt nicht eine Zunge, ist ein besonderes, ja, ein besonderer Cut. Kostet glaube ich auch so um die 10 Euro Kilo. Das geht glaube ich nicht zu. Nein, da müssen wir. Ja, hol doch ein Stück raus. Das Entrecote. So. Ja, tu das mal rein. So. Genau. Ja. Wir fahren ja eh gleich nach Hause und es ist ja auch kalt. Ich überlege gerade, wie ich die. So, für das Fleisch noch ein bisschen Lachs und 30 Eier haben wir jetzt bezahlt. 86 Euro. Da kann man aber so 2 Wochen von essen, ne? Würde ich sagen, von dem Fleisch. Ungefähr. In der Menge, wie du das im Moment konsumierst. Ja, ja, ne? Sonst normalerweise länger, klar. Ja, genau. Also von daher, jetzt kommen noch ein paar andere Kleinigkeiten dazu. Ich sag mal so, für unter 100 Euro die Woche kann man das durchziehen. Pro Person. Ja, pro Person. Finde ich schon. Das geht. Ja. Naja, viele haben gefragt, was das so kostet, wenn man so viel Fleisch isst und so eine Carnivore-Diät mal ausprobieren will. So, jetzt müssen wir das ganze Fleisch natürlich auch noch in kleinere Stücke zerteilen. Und dann friere ich immer einen Teil ein und den Rest lege ich in den Kühlschrank. Fangen wir mal an mit, was war das hier? Rinderzungenstück, Hals plus Hochrippe 3 geteilt. Bin gespannt. Willst du wirklich, dass man das im Hintergrund sieht? Aber weißt du, woran mich das erinnert? Das sieht fast genauso aus wie Ribeye Steak. So fertig wie das ist. Ja. Und das Abwiegen vielleicht. Kleiner. Wusstet ihr, dass die Leber immer das erste war oder immer noch ist, was so urzeitliche Jäger gegessen haben, weil das so viele Nährstoffe enthalten soll und schmeckt anscheinend einfach auf dem Feuer, auf die Kohlen geschmissen, auch besonders gut. Aber man sieht ja auch an der Leber erstmal, ob das Tier gesund war. Genau, das soll auch dazu. Ja, beiß mal so rein. 5 Euro. 5 Euro. Soll ich mal probieren? Ich probiere. Ich hab schon die ganze Zeit gedacht so. Oh Leute, boah, da lief gerade so richtig Blut raus. Ich will erstmal klein anfangen. Nee, das ist ein 50 Cent Stück. Da kriegst du keinen 5 Euro für. Schmeckt nach Leber. Ach nein, wirklich. Aber warm gefällt es mir besser, ehrlich gesagt. So, heute zum Frühstück machen wir ein paar Kleinigkeiten. Und zwar ein Camembert gebraten. Dann habe ich hier noch gefrorene Bananen, die haue ich im Mixer mit Ayran. Ich habe das noch nie so wirklich getrunken. Ich will das mal ausprobieren, aber das ist ja salzig. Und dann habe ich noch ein bisschen Knochenbrühe übrig, die ich letztens gemacht. Ja, ich denke, das ist es, oder? Anna, mach das mal auf. Bitte? Mach mal auf. Ich krieg's nicht. Ich habe das angezogen an den Nippel, aber das tut nicht. Ja, du hast ihn auch an so eine blöde Stelle gepackt. Da muss ja nur einmal Luft rein, ne? Ja. So. Das war's schon, oder? Ah. Wir haben uns vor ein paar Monaten mal richtig gegönnt und so einen Supermixer gekauft, mit dem man auch gefrorene Bananen zermixen kann. So, gucken wir mal, was das so wird. Das waren schon sehr reife Bananen, die wir eingefroren haben. Dementsprechend süß ist es auch. Aber ist geil.
Also quasi bin ich ja recht karnivor unterwegs hier. Müsst ihr euch vorstellen, wenn ich die Blaubeeren und die Bananen weglassen würde, dann wäre das genau das. Ich auch. Ja, du auch, genau. Aber ich finde halt so, also ich, wir essen ja auch nicht viel Obst, finde ich. Ich esse ja jetzt nicht 5 Äpfel am Tag oder so, ne? Aber eine Handvoll. Ich esse schon viel Obst. Also ich zum Beispiel. Nicht super viel, aber. Ja. Wie viel denn? Wie viele Hände? Ich habe auch schon Tage, wo ich dann, keine Ahnung, 3 Mandarinen esse und eine Feige und. Ja, aber zum Beispiel 2 Hände voll Obst. Oder eine ganze Wassermelone. Am Tag. Plus halt diesen ganzen normalen Kram. Wir haben so super geilen Bio-Waldhonig gekauft. Alter, der ist so geil. Bitteschön. Honig war immer Jackpot.